Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur 501. Sendung des Kölner Treff. Meine Gäste heute Abend, auf die ich mich allesamt sehr freue und neugierig bin. Ich fange an mit ihr. Zwei Berufe, zwei Töchter, zwei Hunde, ein Mann. Die Frau, die das alles wuppt, ist als Schauspielerin und als Sängerin unterwegs und zwar sehr, sehr erfolgreich. Ich freue mich sehr auf Anna Loos. Herzlich willkommen. Vor mittlerweile fast 30 Jahren zog er sich auf eine Alm zurück und lebt im Einklang mit der Natur. Er weiß um die Wirkung, er weiß um die Heilwirkung von Pflanzen. Ich bin sehr gespannt auf Wolf-Dieter Stoll. Herzlich willkommen. Atemlose Stille. Stellen Sie sich bitte vor, über 100 Meter in die Tiefe, 6 Minuten ohne Atemluft. Was sie, die Weltklasse-Apnoe-Taucherin, dort unten sucht im Meer und findet, das wird sie uns erzählen. Ich bin sehr gespannt auf Anna von Bötticher. Herzlich willkommen. Sie kann einiges. Sie kann die Prostituierte, sie kann die geistig Behinderte, sie kann die Sternenkriegerin. Heftige Rollen und ein Können, das für sie in diesem Jahr mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Herzlich willkommen, Svenja Jung. Auch wenn er sich aus der aktiven Politik zurückgezogen hat, bleibt er aktiv und appelliert an seine Altersgenossen. Aufgabe suchen, Verantwortung übernehmen. Franz Müntefering, herzlich willkommen. Hier kann ich es ganz kurz machen, denn sie kann sich vor lauter Lob und Auszeichnung kaum mehr retten. Deutschlands Komikerin Nummer 1, Caroline Kebekus. Das Warten hat ein Ende. Donnerstag nächster Woche am Vatertag beginnt die neue Staffel deiner Serie Pussy Terror TV ja. In der ARD. Und die erste Folge ist noch nicht fertig. Nee, die machen wir ganz frisch. Die kommt frisch gepresst. Aber apropos gepresst, ihr blickt doch bestimmt nach Österreich. Auch das, natürlich. Ja, fassungslos. Und hast du schon in Österreich so Dialekt gelernt? Ja, ich habe eine sehr gute Freundin aus Österreich, aus Wien. Und die hat mir sehr früh beigebracht, das Meidlinger L. Das muss man so machen. Und die haben sehr seltsame, also das sind alles nette Leute, aber die haben so das sind seltsame fast Begriffe. Alles nette Leute. Fast alles nette Leute, so wie überall. Genau. Aber es gibt schon manche Begriffe, da habe ich mich, weiß ich noch, nächtelang gefetzt mit meiner Freundin, weil ich gesagt habe, das ist, macht keinen Sinn. Zum Beispiel Achterbahn heißt da Hochschaubahn. Was soll das? Das ist ja, nur gut, in der DDR sagte man zum Weihnachtsengel, sagte man Jahresendzeitfigur. Flügel, Jahresendpuppe. So, oder so. Aber doch nicht privat hat man das doch nicht. Nee, natürlich nicht. Ja. Aber hochschauen wahrscheinlich, weil man sozusagen so eine Angst hat, dass man denkt, so Gott, Hilfe, lass mich hier raus. Ja, ja, stimmt. Oder Mückenstich ist Geusendippel. Sie sind gestört. Ob du diesen Begriff unterbringen kannst, weiß ich nicht. Aber wenn du es dir aussuchst, du spielst ja auch Sketche. Ja. Wenn du dir aussuchen könntest, was du in dem Österreich-Sketch spielen würdest, wärst du eher für Strache oder eher für eine russische Oligarchin? Ich wäre die russische Oligarchin, aber mit gepflegteren Füßen. Die Schuhe hast du auch schon an. Ja, genau. Das sind meine Sitzschuhe für heute. Russische Oligarchinenschuhe. Mhm. Wo hast du die denn her? Aus Moskau? Das darf ich doch überhaupt nicht sagen. Die habe ich geschenkt bekommen von einem russischen Oligarchen. Ja, das ist doch fein, was da passiert. Also, das heißt, ihr geht in der Sendung auch so vor, ihr nehmt euch aktuelle Sachen vor und zieht die durch den Kakao. Ja, da muss man ja sagen, nächste Woche Donnerstag ist ja wahrscheinlich dann Österreich schon wieder, das ist dann Thema von letzter Woche. Mm-mm. Das ist immer so schwierig. Nee, das wird sich noch ein bisschen halten, natürlich. Aber tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, so aktuelle Themen zu fühlen. Wenn man dann nächste Woche dran ist, dann haben schon alle was dazu gesagt. Deswegen, also wir hoffen immer noch, dass noch kurz jetzt am Wochenende noch irgendwas passiert. Nimm Brexit hält. Der hält. Ja. Wie ist das eigentlich jetzt mit der Europawahl? Die haben jetzt noch mit abgestimmt, die kann man alle wählen da in England, aber dann gehen sie und das... Gab keinen Wahlkampf, gab nur eine Katastrophe, also eine Katastrophe, Frau May tritt jetzt zurück am 7. Juni. Herr Müntefering, was sagen Sie denn dazu? Zu was? Da fliegt noch was Gold zu meinen von Schuhen. Letzter Woche, von der Jubiläumsendung. Schuhe sind gut. Nein, dafür, dass Theresa May jetzt noch zurücktritt am 7. Juni.
Ja, das war ja zu erwarten. Die haben sich ja in eine Ecke manövriert. Das ist so ein bisschen psychopathologisch, was da abläuft im Augenblick, glaube ich. Anders kann ich das nicht erklären. Das ist aber sehr schwierig für die Briten, aber auch für Europa insgesamt. Man darf nur hoffen, dass die Nerven behalten in den anderen Ländern, dass sie nicht zu hart reagieren. Man muss denen auch die Möglichkeit schaffen, doch noch dicht an Europa zu bleiben. Auch wenn sie jetzt sagen, nein, wir wollen raus. Wir müssen sagen, Kinder, wir wohnen nah beieinander und im Grunde, wir kennen uns, wir mögen uns und Verwandtschaften und Freundschaften und so. Und haut nicht ganz ab, sondern bleibt nah an Europa. Und es kommen auch nach denen, die jetzt dran sind, wieder andere, die das auch ein bisschen vernünftiger sehen. Hoffen. Ja, Boris Johnson. Post-Mahlzeit. Ja. Ah ja, ist egal. Das ist der Übernächste. Du sagst ja immer, Feminismus ist wichtig. Findest du mehr Frauen in die Politik? Ja, klar, immer. Mehr Frauen überall hin. Margaret Thatcher, Theresa May, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, nun, klar. Nein, natürlich. Es ist doch immer besser, wenn wir sind über die Hälfte der Bevölkerung, deswegen müssen natürlich, also ich wäre schon für eine 50-50-Quote da sozusagen, wenn man die dann irgendwann erreichen könnte, weil es ja auch der Durchschnitt der Menschheit ist. Ja, also, sogar etwas mehr. Sag ich ja, ein bisschen mehr. So. Wir kommen auf den Vatertag. Es ist nächste Woche Vatertag. Ja. Und du hast in der Sendung, den haben wir nämlich schon, ein Sketch, der fertig ist. Und ich sag mal nicht, wer neben dir sitzt, weil man sie kaum erkennt. Da unterhalten sich zwei über den Vatertag, weil wir alle machen uns Gedanken, sofern die Väter da sind, was wir ihnen schenken zum Vatertag. Außer Alkohol, versteht sich. Und ihr habt da eine super originelle Idee. Komm raus, ach bitte. Standard. Drei Socken Kusche im Rizella. Standard. Hey Leute, herzlich willkommen bei Rebecca und Larissa erklären die Welt. Heute ist Vatertag. Wir können vielleicht was basteln für unsere Väter. Oh ja! Oh nein! Was ist? Ich habe doch gar keinen Vater. Aber da habe ich es vergleichsweise sehr gut, weil ich habe drei Väter. Das stimmt. Du kannst dir für einen von meinen Vätern was basteln. Ich darf einen Vater abhaben? Ja, du kannst für den was basteln, dann freut er sich bestimmt. Was wollen wir basteln? Sag. Ich weiß nicht. Ich hab's. Was? Einen Bierdeckel. Ja! Oh mein Gott, du hast die besten Ideen. Oh mein Gott, wie schön. Ich weiß. Okay. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, wie wunderschön. Ja, deine aber auch. Ja, ich meine meinen. Ich auch. Ich weiß. Caroline Kebekus mit Martina Hill. Martina Hill ist gestern in Germany's Next Topmodel aufgetreten. Ja. Neben... wie heißt du noch? Heidi Klum. Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Ich leider auch nicht. Muss aber lustig gewesen sein. Martina. Ja, ich habe gehört, es war wie ein schlimmer Unfall. Also nicht der Auftritt von Martina, sondern die ganze Sendung. Das kann ja wohl sein. Gibt es eine Sendung, in die du unbedingt mal möchtest? Nein, ich glaube nicht. Verstehen Sie Spaß? Nee. Also, ich stelle mir das nicht so cool vor, wenn man so überrascht wird. Ist das hier etwa alles gefaked? Hier ist nie irgendwas gefaked. Nee, würde mir jetzt nichts einfallen. Also. Du machst ja ziemlich gerne Quatsch, aber im vergangenen Jahr warst du mit dabei, als der Bundespräsident gewählt worden ist. Und warst bei der Bundesversammlung in Berlin. Was war das für ein Moment? Im Moment reden alle über Politik und viele machen sich lustig. Wir haben jetzt das Video, die meisten von uns gesehen, auf YouTube von Rezo, der mit der CDU sozusagen abrechnet und von der Wahl ablenkt. Und war das ein Moment, wo du Politik sehr ernst nehmen konntest und Respekt hattest? Total, ja, tatsächlich. Weil ich war da und habe gemerkt, dass da ein ganzer Raum war voller Menschen, die sich da wahnsinnig engagieren. Also klar macht man sich da immer lustig drüber und auch natürlich ich als Komikerin, das ist eine Sache, die man immer sehr gerne benutzt und Politiker und, ne, und Machtgeilheit und so weiter, das ist ja was, was wir da alle irgendwie durch den Kakao ziehen, aber da habe ich gemerkt, dass da so viele Leute arbeiten, denen das wirklich ein Anliegen ist, die sich wirklich einsetzen dafür die Gesellschaft und was das für ein Kampf ist, da auch auf den Fluren nebenbei, da werden immer noch kleine Sachen ausgetragen und so und ich war da sehr, ich bin da sehr ruhig geworden. Und hab da respektvoll. Ja,
tatsächlich. Sollten vielleicht mal mehr Leute nach Berlin und gucken, wie da gearbeitet wird. Das kenne ich, das habe ich lange mitgemacht und kann das ja nur unterstreichen. Es gibt ganz viele Menschen, deshalb bin ich auch zuversichtlich insgesamt, ganz viele Menschen, die wissen, dass es wichtig ist, dass Menschen miteinander leben müssen und dass man dazu Bedingungen braucht, dass man Gesetze braucht, dass man auch Menschen braucht, Frauen und Männer, die das organisieren. Dass man ein Grundvertrauen haben muss, dass es gut weitergehen kann, dass das nicht von alleine kommt. Es müssen sich in Deutschland die vernünftigen Alten, die vernünftigen Jungen, die vernünftigen dazwischen, die müssen sich unterhaken. Die müssen dafür sorgen, dass nicht die Bekloppten das Sagen kriegen. Das ist die Aufgabe, die wir im Moment haben. Losung. Caroline, wie war das bei euch zu Hause? Ist ja bekannt, du bist in Köln-Ostheim geboren, ja. Und kommst aus einer Familie mit einem Bruder, ja. Deinen Eltern. Wurde da viel über Politik geredet? Nee, eigentlich nicht so als Kinder, Jugend. Also doch mit meinem Vater schon so ein bisschen, aber es war jetzt nicht unser vorherrschendes Thema zu Hause. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Sehr, sehr gut. Mein Verhältnis zu meinem Vater war sehr gut, aber ich glaube, so wie das damals war, mein Vater ist arbeiten gegangen, meine Mutter war zu Hause und ich habe als Kind immer gedacht, die Arbeit ist der Bundestag. Also da gehen alle Papas hin in Anzügen, weil mein Vater ging morgens aus dem Haus im Anzug, kam abends wieder. Wenn ich Glück hatte, war ich noch wach und durfte mit ihm dann Tagesschau gucken, also Sesamstraße durfte er gucken. Danach kam immer die Tagesschau und wenn der Papa schon da war, durfte ich noch mit ihm Tagesschau gucken. Und dann saß ich immer so, ich habe schon als Kind so ein kleines bisschen gefremdelt, weil man sieht den, also hat den ja den ganzen Tag nicht gesehen, manchmal unter der Woche gar nicht und dann nur am Wochenende. Und dann weiß ich noch, dass ich immer neben diesem Hemd saß, also dem Papa im Hemd und Anzug. Und dann habe ich mit dem zusammen die Tagesschau geguckt, aber ich habe eigentlich nur heimlich meinen Papa angeguckt die ganze Zeit. Und habe dann aber dann, gab es immer Szenen aus dem Bundestag und dann dachte ich, ach, das ist die Arbeit, wo alle Männers und Papas hingehen, während die Mamas zu Hause Leberwurstbrote schmieren. Das dachte ich, ist die Welt. Sah dein Vater gut aus? Ich glaub, fantastisch. Er sieht immer noch fantastisch aus. Oh, Entschuldigung. Immer noch fantastisch. Ja, mein Vater hat so einen typisch so einen Schnäuzer gehabt. So wie den in den 80ern alle hatten. Ist ja jetzt auch wieder in. Ich habe auch als Kind gedacht, alle mit Schnäuzer kennen sich. Also alle, weil die ganzen Freunde von meinem Vater, die hatten auch einen Schnauz. Und, echt? Die hatten alle einen Schnauz? Ja, in den 80ern hatte jeder einen Schnäuzer, oder? Mein Vater nicht. Echt nicht? Nein. Mein Vater hat sich den mal abrasiert. Weiß ich noch, im Sommer, da hat er sich den abrasiert. Da haben mein Bruder und ich den ganzen Tag geheult. Weil ich das so schrecklich fand. Er hatte auch einen Schnäuzer, Anna? Meiner hat auch einen Schnäuzer. Auch irgendwann abrasiert und du hast geheult? Im hohen Alter abrasiert. Also mein Vater lebt auch noch. Jetzt trägt er keinen mehr, aber er hatte lange einen Schnäuzer. Und wann war dann abrasiert? Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gefragt. Da muss was Schlimmes passiert sein. Nee, ich glaube nicht. Mode einfach. Obwohl aber Mode Schnäuzer ist ja jetzt eigentlich wieder Schnäuzer zu haben, oder? Ja, aber das war damals auch Mode. Das aber so für die Hipster. Also die Hipster haben jetzt Schnäuzer. Also ja. So ein Mann in den 80ern, der geht, glaube ich, nicht der Mode nach. Herr Stoll, hatten Sie hier einen Schnäuzer? Ist Ihnen der entglichen? Ich weiß gar nicht, was ein Schnäuzer ist. Nur hier den. Schnauzbart. Also. Schnurrbart, oder? Schnauz, ja. Da. Ja, okay. Ja, hatte ich auch mal. Sehen Sie, hatten Sie auch mal. Schnörres, ne? Ein Schnörres, sagt man, aber nicht im Allgäu. Nee, in Amerika. Ich hatte da so, als Dozent, ich war immer gut frisiert, hatte auch Schlips und Kragen und trug einen Schnurrbart. Sahen Sie auch aus wie Freddie Mercury? Nee. Schade. Wieso? Der sah sehr, sehr gut aus mit seinem Schnäuzer. Ich habe auch gedacht, das wäre auch ein Freund von meinem Vater. Ja. Weil wir haben immer Queen gehört und so. Und in meinem Kopf war immer, wenn mein Vater am Wochenende zu irgendeinem Freund gegangen ist, Parkett verlegen oder Laminat verlegen oder was sie da gemacht haben, dann habe ich gedacht, das ist Freddie Mercury auch dabei. Irgendwann muss ja dein Vaterbild furchtbar erschüttert worden sein, als du gemerkt hast, der geht weder in den Bundestag, noch ist er mit Freddie Mercury befreundet, noch sind die Freunde mit Freddie Mercury befreundet. Nee, das ist nie erschüttert worden. Mein Vater ist immer noch derselbe. Und, aber weißt du, was er gemacht hat? Ja. Ich habe dann irgendwann gelernt, mein Vater arbeitet in der Bank. Dann habe ich gedacht, der macht Geld. Okay. Dachte, ja, das ist ja viel der druckt besser. Das ist ja viel besser. Sehr, hier ist doch noch irgendjemand, dessen Vater Banker war. Ich bin das. Ah, genau, ja. Svenja. Oh, die können wir miteinander spielen. Oh mein Gott, ja. Ich habe sogar noch einen. Ich habe sogar noch einen. Ich habe noch einen Stiefvater, der auch Banker. Oh, wie schön. Also der ist noch Banker und mein Papa ist jetzt gar kein Banker mehr. Das ist jetzt Unternehmensberater deiner Mutter wahrscheinlich dann. Könnte man so sagen, ja. Wenn der Vater, liebe Grüße. Wenn der Vater Banker ist oder auch die Mutter Bankerin ist, kann man dann besonders gut mit Geld umgehen? Ja, nee, ja, wahrscheinlich dann gerade nicht. Wenn man sagt, na, sparen hast du gesagt, ne? Ciao. Nein. Ja, man will ja immer das machen, was einem nicht empfohlen wird. Obwohl ich mir sagen muss,
Doch, eigentlich schon dadurch, dass ich so viele Konten irgendwie, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir wurden dann ganz viele Konten dafür angelegt und dann da nochmal ein Konto. Es ist nicht so viel drauf gewesen, aber egal, es war irgendwie immer so alles sehr gut strukturiert. In welchem Alter hattest du mehrere Konten? Naja, so mit 18. Hattest du mehrere Konten? Ja, ja. Da war nicht viel drauf, aber es war dann mal so in die Zukunft geplant. Dass da kann dann das Konto sein, wo das Geld drauf überwiesen wird. Das ist das Konto, wo ich dann so ausgeben kann. Aha. Das ist das Konto für, weiß ich nicht. So, jetzt kommen wir mal zu deinen Schwarzgeldkonten. Hab ich nicht. Also, das musst du ja jetzt sagen. Vorkommen. Nee, tatsächlich, ich bin mit sowas da, ich mache immer alles richtig. So, ich könnte nicht pennen, wenn ich irgendwie Steuern dahinter ziehe. Du hast gerade eine Tour hinter dir, die war super erfolgreich. Du hast wieder die nächste Staffel der Fernsehreihe beginnt. Ja? Was machst du am liebsten mit der Kohle? Was sind die schönsten Lustkäufe? Ich habe keine Lustkäufe. Oh. Wirklich nicht. Ich bin tatsächlich total, also... Diese Schuhe hat tatsächlich eine wunderbare junge Frau für mich eingekauft. Hallo Nora, danke, dass du mal für mich einkaufen gehst. Ich mache mir daraus nichts, auch nichts aus Handtaschen oder sowas. Wenn ich Geld ausgebe, dann gebe ich Geld dafür aus, dass ich mit meinen Freunden in Urlaub fahre, mit meiner Familie in Urlaub fahre, mit allen irgendwie, weiß ich nicht, was mache. Oder ich gönne mir so einen Luxus wie irgendwo hinfahren, wenn ich Bock habe, da hinzufahren. Aber die Fahrt ist eigentlich teuer oder so. Aber ich kaufe mir keine teuren Sachen. Finde ich eine gute Haltung. Ja. Also wenn ich so eine teure Handtasche, das habe ich bevor meinem Vater, wenn ich eine Handtasche sehe für 800 Euro, dann kann ich mich da vorstellen, 3 Stunden darüber ablästern, wie viel, also dass ich da früher in meiner ersten Wohnung, hätte ich da 4 Monate drin wohnen können, wo ist denn da die Einbauküche in der Handtasche? Ich glaube, hier in der Runde hat auch niemand eine Handtasche für 800 oder 1000 Euro. Würde ich jetzt mal so einfach so schätzen. Anna, ist niemand eine nicht hat. Schwindeln. Hier in der Runde? Nee, ich habe nicht so eine teure Handtasche. Ganz ehrlich, ich habe Rucksäcke. Also ich bin auch berüchtigt für mal ein Abendkleid tragen und dann mit dem Rucksack auf dem Rücken über einen roten Teppich laufen. Ich liebe meinen Rucksack, da passt alles rein. Ich habe 2 Kinder, ich brauche 2 freie Hände. Brauchte ich jetzt nicht mehr, jetzt laufen die allein. Aber ich tatsächlich verstehe ich eine bestimmte Art von Luxus auch nicht. Ne? Also das kann ja dann auch, das hat ja kein Ende. Es muss dann immer, dann gibt's immer noch eine teurere Handtasche und eine Freundin, die die hat und den noch geileren Armreifen von Cartier und das noch größere Boot. Und ja, der Wettbewerb ist mir auch zu bescheuert, ehrlich gesagt. Dafür gibt's ein bisschen mehr Wettbewerb. Stimmt die Quote nicht. Und deswegen drück mir die Daumen. Nächste Woche Donnerstag mit Caroline Kebekus. Was machst du, wenn die Sendung vorbei ist? Mit wem guckst du? Wenn die Sendung mit Familie? So gucken, wenn es richtig fertig ist, so zu Hause. Ach so, du meinst, wenn das läuft? Ja. Da bin ich ja, sitze ja meistens schon an der nächsten Sendung. Ja. So, also ich habe die ja dann schon im Schnitt gesehen. Also ich falle dann aus der Quote raus, leider. Aber das Gute ist, dass meine Eltern und meine Freunde und so, die kommen alle immer zur Aufzeichnung, weil es ja in Köln ist. Und wenn ich auf Tour bin, bin ich ja total viel unterwegs. Und dann sehe ich meine ganzen Freunde nie und meine Familie. Und die kommen dann immer alle zur Aufzeichnung. Auch die bringen auch ihre Kinder mit. Und dann, ich bin schon mit 2 Händen voll Kindern da ins Studio rein. Und dann, wenn die dann die Probe sehen und dann mal nachfragen, was ist eine Menstruation? Dann gebe ich die wieder ab. Aber das ist halt total schön, dass ich das zu Hause machen kann und dann wirklich Tante, Onkel, Cousinen, Cousins, die kommen immer alle. Nächste Woche Donnerstag mit Caroline Kebekus. Ich freue mich. Ich gucke. Wir alle. Ja. Viel Erfolg. Herr Müntefering, all Ihre Ämter kann ich nicht aufzählen. Ich sage mal, früher Spitzenpolitiker, SPD-Vorsitzender, Vizekanzler. Also, machen wir das nach der Beerdigung? Ja, nee, ich sage, ich kann sie nicht alle aufzählen. Aber die wichtigsten ganz kurz und das andere dauert ja noch viel zu lange, Gott sei Dank. Sie galten ja immer als besonders geradlinig, Klartext reden, auch ein bisschen stur. Sie haben sich mal einen Zahn ziehen lassen ohne Betäubung. Ich hatte keine Zeit, das war so, ich war so eilig an dem Tag, aber ich will es nicht nochmal machen, das war schlimm. Sie wollten doch nur beweisen, was für ein harter Hund Sie sind. Nee, ich war sehr eilig und das war nur noch so ein kleines Stückchen, was da drin war. Ich habe das nicht richtig bedacht und dann hat er da rumgefummelt und das war fürchterlich. Ja. Mm. Und den Termin konnten Sie aber einhalten? Ja, mit einer etwas dicken Backe, ja. Das ist schon krass, muss man ganz ehrlich sagen. War das der schlimmste Schmerz Ihres Lebens? Oder tut es heute weh, wenn Sie die Wahlprognosen sehen? Nee, ich hab mir nicht normal einen Zahn ziehen lassen ohne Betäubung. Das mache ich auch nicht. Aber wer macht das schon? Ja. Sie haben vor der Sendung gesagt, ich muss unbedingt die Krawatte anziehen. Warum eigentlich? Das ist so meine Dienstkleidung sozusagen. Sie sind jetzt im Dienst? Ja, sicher. Das
ist hier eine gesellige Runde, Herr Münch. Ja, aber das Dienst war für mich ja nie irgendwie Arbeit neben dem Leben, sondern das ist Dienst ist mitten im Leben sein, aktiv sein, mit den Menschen sprechen. Und die Menschen kennen mich immer so, mit Krawatte. Und wenn ich jetzt hier anders sehe, dann würden die sagen, ja, da macht er sich da eine Freizeit irgendwo bei der Frau Böttinger. Und der nimmt das nicht ernst, was er uns sagt. Ne, ich will das schon im Ernst mit den Menschen sprechen. Gut, dann fangen wir jetzt mal an im Ernst. Ja, mal los. Sie sind seit 2013 nicht mehr im Bundestag, aber Sie sind unter anderem Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt, muss man dazu sagen, des Arbeiter-Samariter-Bundes. Ja. Sie haben noch andere Ämter, ehrenamtlich, die Sie übernommen haben. Und wenn man Ihr Leben anguckt, dann war das von vornherein immer so, dass Sie sozial engagiert waren, schon als heranwachsendes Kind. Da waren das ja nun harte Zeiten, Kriegszeiten, die ersten 7 Jahre ohne Vater. Was hat dieses Verantwortungsgefühl, was Sie immer hatten, ausgelöst? Woher kommt das? Ich weiß nicht genau, aber ein Stück habe ich von meiner Mutter gelernt da, weil die mir das immer mitgegeben hat. Man muss Menschen helfen und sich auch helfen lassen und so. Das halte ich eigentlich für das Prinzip, das wichtig ist. Und ich habe dann sehr bald begriffen, so 15, 16 habe ich angefangen zu lesen. Ich bin dann nur 8 Jahre zur Schule gegangen und hatte dann eigentlich eine Fußballkarriere vor, aber das reichte nicht. Also habe ich angefangen zu lesen und habe dann gemerkt über die Jahre, es reicht nicht, dass du Bescheid weißt, sondern es muss etwas passieren. Es gibt noch ein schönes Lied aus der Arbeiterbewegung, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Das ist schön. Aber es reicht nicht, wenn ich die richtigen Gedanken habe, es muss getan werden. Und ich bin mit 25 sehenden Auges sozusagen aus der Besserwisser-Ecke aufs Spielfeld gegangen und gesagt, ich helfe jetzt mal mit dir bei. Bei der SPD oder wo? Ja, ja. Und das ist auch gar nicht so gut angekommen, weil 65er Bundestagswahl, ich hatte beschlossen, die SPD gewinnt, aber Willy Brandt hatte nur schlappe 39,9% für die SPD damals. Und die haben wieder nicht gewonnen gehabt. Und ich habe gesagt, ihr verliert dauernd, ich komme jetzt und mach mit. Und das klang so ein bisschen so, ich zeige euch mal, wie das geht. Da waren sagen, die nicht begeistert davon. Hat ein bisschen gedauert, aber dann haben sie mich gelassen und hat sich auch gelohnt. Ja, war ein langes, erfolgreiches Politikerleben. Bedauern Sie manchmal nicht mehr drin zu sein in der aktiven Rolle? Nee, ich bin ja da friedlich und sehenden Auges ausgeschieden. Ich glaube auch, dass das Leben eine ballistische Kurve ist, dass man sich darauf einstellen muss, dass man das auch wissen muss. Und dass man den Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit nicht mit 87 hat, aber dass man 87 werden kann oder jetzt 79, wie ich bin, das muss man wissen, das muss man richtig einschätzen. Und jetzt müssen die Jüngeren ran. Aber ich bin natürlich von Herzen immer noch dabei und rede darüber. Und ich finde auch meine Arbeit jetzt, also die ich mache, dass das ist Gesellschaftspolitik. Wir verstehen zu sehr Politik als eine Veranstaltung des Staates. Aber der Staat ist nur ein Teil der Politik. Die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes, das wir gestern alle gefeiert haben, gehen auf den Menschen, auf die Rechte und auf die Pflichten der einzelnen Menschen. Und mit 65 ist man nicht außerhalb des Grundgesetzes. Das Grundgesetz gilt für alle. Solange der Kopf klar ist, bin ich mitverantwortlich für das, was passiert. So sehe ich das. Sie haben ja mal gesagt, Sie haben irgendwann mal gesagt, also eine Autobiografie schreibe ich nicht. Jetzt haben Sie aber ein Buch vorgelegt, das geht allgemein über ein Thema, über das Älterwerden, aber es ist sehr viel persönliche Erfahrung darin enthalten. Und da reden Sie auch über Ihre Kindheit, was Sie gelernt haben, was Sie mitgenommen haben, auch von Ihrer Mutter, vom Verhältnis zum Vater und auch von Ihrem politischen Werdegang. Älterwerden ist ein großes Thema in dieser Gesellschaft. Sie sind fitte 79 Jahre alt und Sie duschen jeden Morgen eiskalt und zählen bis 100. Mhm. Warum? Ja, aber Sie wissen nicht, wie schnell ich bis 100 zähle. Und Sie gehen regelmäßig aufs Laufrad, aufs Laufband. Das heißt, liegt es daran, das frage ich jetzt mal ganz privat, Ihre Frau ist erheblich jünger, 40 Jahre jünger, ist auch in der Politik tätig, macht eine sehr erfolgreiche Laufbahn. Haben Sie da gesagt, ich habe jetzt eine besondere Verantwortung, mich fit zu halten? Nee, ich habe das immer gemacht. Also ich habe Fußball gespielt, als ich jung war, dann eine Zeit ausgesetzt. Und dann so mit 35 habe ich gemerkt, ich muss was tun. Dann wurde ich Abgeordneter und dann denkt man erst, du sitzt ja nur, du musst dich nicht bewegen, aber das ist schlimm für den Kopf. Bewegung der Beine ernährt das Gehirn. Ich sag's nochmal, Bewegung der Beine ernährt das Gehirn. Gesundheitsstuhl, Gesundheitsspiel und Essen ist falsch. Man muss zu Gange bleiben und das tue ich auch. Ich habe heute Morgen natürlich auch meine Viertelstunde Gymnastik gemacht, mache ich morgens immer. Ins Bad geht man sowieso, keiner guckt zu, da kannst du ruhig ein bisschen komisch aussehen. Und ich habe heute Morgen 3400 Meter auf meinem Laufband gemacht in 29 so viele Minuten. Das mache ich eine halbe Stunde, gut durchgeschwitzt, nicht jeden Tag. Nicht für Olympia, das geht nicht darum, dass man Leistung hat. Aber nee, für Ihre Frau. Na, aber die macht ja auch was. Das ist, also, das ist schon, es ist schon wichtig, dass man, wenn man älter wird,
dafür sorgt, dass man aktiv bleibt in der Bewegung. Und Bewegung der Beine ist eben gut für den Kopf auch. Und deshalb ist das ein Prinzip bei mir. Und ich fahre ganz gut damit. Sie widmen sich nicht nur in dem Buch, sondern auch in Ihrem Leben dem Älterwerden sehr bewusst und geben auch ganz konkrete Hinweise. Leute, lasst euch nicht gehen, passt auf, wo ihr wohnt, wie ihr wohnt, sorgt vor und kümmert euch auch weiter um andere. Lebt nicht isoliert nur für euch oder bleibt zu Hause rumhängen, sondern kümmert euch um euch und um andere. Wie hat sich Ihr Verhältnis zum Älterwerden entwickelt in den letzten Jahren? Daran denkt man ja nicht unbedingt mit 45. Nee, das ist richtig. Das muss man auch nicht. Das sind Lebenserfahrungen. Man muss nur immer bewusst in seinem Leben unterwegs sein. Und wo ich mich immer daran orientiere, ist, wissen Sie, die Welt war Milliarden Jahre alt, als ich zum ersten Mal dazukam. Ich war ja vorher nie dabei gewesen. Jetzt bin ich 79 Jahre, aber ich habe noch so ein paar Jahre, die ich noch machen kann. Und dann bin ich wieder nie mehr dabei hier auf dieser Welt. Und ich möchte einfach eine gute Lebensqualität haben. Ich möchte gut leben. Und ich sage auch allen Menschen, lasst euch nicht hängen. Sorgt dafür, dass das Leben etwas ist, über das ihr euch freuen könnt. Dazu könnt ihr beitragen. Und deshalb rede ich auch darüber und sage den Leuten, auch anders als das sonst in den Dörfern gesagt wurde, älter wirst du von alleine, muss man nicht drüber reden. Sterben tust du so, muss man auch nicht drüber reden. Das ist alles Quatsch. Man muss drüber reden und muss dabei auch eine eigene Vorstellung gewinnen von sich selbst. Da sollten keine Vorschriften zu machen. Jeder muss wissen, was er will. Aber wir sind nicht allmächtig, aber wir sind auch nicht ohnmächtig. Wir können unser Leben beeinflussen, ob es gut läuft oder nicht. Und natürlich auch das Leben anderer. Zum Älterwerden. Zum Älterwerden gehört im Zweifelsfall auch Hilfe annehmen zu können. Das beschreiben Sie auch in dem Buch. Sie haben noch lange keine Hilfe nötig, weil Sie sehr, sehr durchtrainiert und gesund sind und sehr aktiv natürlich immer noch sind. Sie haben sowohl Ihre Mutter im Sterben, beim Sterben begleitet, wie auch Ihre zweite Ehefrau, Anke Petra, und sind ja 2007 aus der Politik von einem Tag auf den anderen zurück, weil Sie gesagt haben, meine Frau ist krank, sie ist todkrank und sie braucht mich. Und das ist wichtiger. Wie hat diese zweifache Sterbebegleitung Ihr Verhältnis zum Tod geändert? Ja, das waren wichtige Erfahrungen, die ich da gehabt habe. Und man kann nicht sagen, wünsche ich, dass alle Leute das mal erleben. Aber es ist schon so, dass ich heute oft Menschen treffe zwischen 45 und 50, die haben das noch nie mitgemacht. Der Tod, das Sterben hat sich verschoben aus der Gesellschaft raus, ein bisschen nach außen hin. Man wohnt auch nicht mehr so eng beieinander dabei. Also es ist jedenfalls wichtig. Es ist nicht egal, wie Menschen leben. Es ist nicht egal, wie Menschen sterben. Und deshalb, ja, helfen und sich helfen lassen. Das ist wichtig. Also bereit sein, anderen zu helfen. Manche sagen Solidarität dazu. Meine Mutter nannte das Nächstenliebe. Das nehme ich auch, das Wort. Das ist auch ganz wichtig, dass man auf den anderen achtet. Aber auch sich helfen lassen. Ich kriege Briefe von besonders Männern, die führende Position gehabt haben, sage ich, lass mir nicht helfen. Ich lass mich doch nicht pflegen von irgendwem und abwischen oder was, kommt überhaupt nicht in Frage. Und die tun so, als ob sie souverän wären. Keiner von uns ist das. Wir sind alle angewiesen auf Menschen, die uns irgendwo helfen. Kein Tag geht zu Ende, wo nicht irgendeiner ist, der dafür sorgt, dass wir dann letztlich hier dabei sind und leben können. Und deshalb, dieses Helfen und sich helfen lassen, ist im Prinzip, an dem ich mich orientiere. Und das ist auch wichtig für die Politik und für das Gelingen des Lebens insgesamt. Und dann kann das auch gut funktionieren. Viele Menschen sagen, sterben, wenn ich mir das vorstelle, mein eigenes, ich möchte tot umfallen, dann ist die Sache erledigt. Wie möchten Sie sterben? Wenn Sie mich vor 30 Jahren gefragt hätten, hätte ich das auch gesagt. Da habe ich mir gesagt, es ist schlimm für die Familie, aber für mich ist das besser heute nicht mehr. Das habe ich nun zweimal erlebt und das wäre sicher eine wichtige Erfahrung. Das Sterben, es geht unterschiedlich schnell, das ist klar bei den einzelnen Menschen, aber es ist eine Phase, die zum Leben gehört. Man spricht noch mal miteinander. Man muss Zeit haben füreinander da an der Stelle. Das Leben kommt noch mal wieder. Viele Sachen erfährt man noch, die man vorher gar nicht besprochen hatte. Das ist ganz, ganz wichtig für die, die gehen, aber auch für die, die bleiben. Da bin ich ganz sicher, dass das wichtig ist, dass man sich die Zeit dafür nimmt und da beieinander ist und nicht irgendwo zum Sterben in irgendein Nebenzimmer schiebt, im Krankenhaus oder wo auch immer. Sie stellen sich dem Älterwerden. Damit auseinander und haben auch an einer Stelle geschrieben, dass sie bereit sind, im nächsten Frühjahr gehen sie zu einem Augentest, um zu gucken, im nächsten Jahr werden sie 80, ob das für das Autofahren noch wirklich das Richtige ist. Die meisten Menschen schrecken davor zurück, zu sagen, so mit einem gewissen Alter gebe ich meinen Führerschein irgendwie ab oder so. Und Sie haben ja eben erzählt, das fand ich ehrlich gesagt sehr lustig, Sie sind heute Morgen mit dem Wagen Ihrer Frau, ich sage jetzt einmal, was es ist, ein Mini, war für Sie ein neues Auto, sind erstmal an der... Falls Sie zuhört, es war nicht heute Morgen, das ist ein alter Fall, den Sie jetzt sehen. Ach so, ja, jedenfalls sind Sie mit dem Mini, als Sie den zum ersten Mal gefahren sind, erstmal an der Wand entlang geschraubt. Ja. Hat Sie sich auch sehr gefreut? Ja, ich bin aus der Garage rückwärts rausgefahren und fand dann, die hat sich einen kleinen Mini gekauft und ich kam mit dem ganzen Gewächs nicht da vorne klar und
fand überhaupt nicht den Schalter, wo ich das Licht anmachen konnte. Also da muss ein Licht dran. Und ich wusste nicht, da bin ich im Dunkeln rausgesetzt und habe ich vorne eine Schramme dran gefahren. Also nicht, dass die das hört und meint, da sei eine zweite Schramme. Schon wieder? Dran. Nein, das ist die alte Schramme. Die. Okay. Gab es denn Ärger oder war es okay? Bitte? Gab es Ärger? Nö. Gut. So wichtig ist das nicht. Gute Ehe. Ja. Als Sie eben hier reingekommen sind, Herr Müntefering, gab es einen ganz, ganz großen Applaus. Heutzutage ist für Politiker etwas Besonderes, einen ganz großen Applaus zu bekommen, weil sie sehr, sehr oft wirklich auf miese Weise angemacht werden. Ich erinnere an verschiedene Szenen, unter anderem auch in Dresden. Ja, das haben wir alle noch im Kopf, wie auch die Kanzlerin ausgebuht worden ist auf das Übelste. Was glauben Sie, wie können Politiker und Politikerinnen heutzutage wieder mehr Respekt, wir waren ja vorhin schon beim Respekt, wieder mehr Respekt sozusagen erwirken? Ja, das liegt an denen, die denen Respekt geben müssen. Auch. Beide müssen das machen. Man muss sich begegnen, man muss wissen, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann, dass man sich auch streiten kann, das gehört auch dazu, zur Demokratie. Aber der andere in der anderen Partei ist kein Feind. Und eigentlich ist unsere Demokratie, diese Demokratie in Deutschland gut gelungen. Anders als in der Weimarer Zeit. Weil ich sage mal für mich, wenn die CDU die Wahl gewinnt oder die FDP oder die Grünen oder die Linke oder wer auch immer, da bin ich traurig, finde das ungerecht. Aber ich weiß, die werden sich der nächsten Wahl stellen, ohne zu manipulieren. Ohne zu manipulieren an den Gerichten oder irgendwo, so wie wir das in anderen Ländern sehen. Und dann stellen sie sich wieder und dann wird wieder gewählt und dann kann man das ehrlich miteinander machen. Das ist gut, dass das so ist und das müssen wir uns auch erhalten. Also ich sage mal, Streit ja mit allen, die in anderen Parteien unterwegs sind, aber auch Respekt. Ich mache eine Ausnahme, das ist die Partei, die neu in den Bundestag gekommen ist. Ich sage das ausdrücklich, da habe ich meine Zweifel, dass sie wirklich demokratische Prinzipien haben und ich würde denen nicht trauen. Ich würde denen das Land nicht in die Hand geben wollen. Das sage ich schon klar, ja. Eins haben Sie auch immer ganz klar gesagt. Ein geflügeltes Wort von Münte, Opposition ist Mist. Und einer ihrer Lebensträume ist, ich werde so lange leben, bis wieder eine Sozialdemokratin und ein Sozialdemokrat Kanzler ist. Ja, wie lange wollen Sie leben, Herr Müntefering? Ja, ich habe denen ja gesagt, die müssen sich anstrengen. Also ich tue mein Möglichstes, ich laufe auf dem Laufband, ich dusche kalt. Sie sollen gucken, dass wir bald wieder da vorne sind, dann freue ich mich auch. Franz Müntefering, danke, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr, Anna von Bötticher, dass Sie heute hier sind. Sie tun etwas, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Mit einem einzigen Atemzug tauchen Sie bis zu einer Tiefe von 130 Metern im Meer. Und Sie bleiben dort bis zu 6 Minuten. Naja, 6 Minuten nur an der Oberfläche. Also, ja, gut, das ist dann so das reine Luftanhalten. Da liegt man wie so eine Wasserleiche auf der Oberfläche und hält die Luft an im Schwimmbad. Das ist unfassbar langweilig und... Habe ich und trainieren, das einmal 6 Minuten lang gemacht, knapp über 6 Minuten und auch nie wieder. Ihr persönlicher Rekord. Ganz schlimm finde. Ja. Aber interessant ist ja, dass Sie nur 75% der normalen Lungenkapazität haben. Ja, also das, was für meine Körpergröße und mein Gewicht sozusagen normal wäre, also ich habe etwas zu wenig. Ja. Das heißt, sonst wäre es noch, sonst wäre noch mehr drin. Das würde helfen, ja. Aber es ist schon so viel drin. Wie lange können Sie denn unter Wasser die Luft anhalten, wenn Sie so? Es kommt darauf an, was man macht. Also ob ich jetzt halt in Bewegung bin. Also wenn ich natürlich schwimmen muss, dann verbrauchen die Muskeln Sauerstoff. Dann kann ich so etwas über 3 Minuten zum Beispiel unterwegs sein. Ja, es kommt ganz drauf an, auf wie man sich gerade betätigt, sozusagen. Das, was Sie machen, nennt man Apnoe-Tauchen. Das heißt, ohne Hilfsmittel, ohne Equipment, ja. Ohne irgendetwas, was Ihnen eben zum Beispiel Atem geben kann oder sonst irgendwas. Sie haben immer schon getaucht und Ihr Vater hat gesagt, die hat ein Tauchgehen. Ja, ja, irgendwie die Einzige in der Familie. Ich weiß auch nicht, wo Sie das herkommt. Die Tauchgeschichte ist ganz lang. Jetzt kam eine neue Geschichte dazu, mit der möchte ich eigentlich noch mal anfangen. Sie sind nach Grönland gefahren. Ja, ja. Das ist sehr kalt. Das ist schon mal was, ja. Was mich nicht nach Grönland treiben würde. Aber egal. Um dort etwas ganz Besonderes zu erleben. Was ist der Reiz nach Grönland zu fahren? Also ich bin als Kind in einem kleinen Dorf in Bayern aufgewachsen, so mit Blick auf die Alpen. Und da hat es immer noch, zumindest in meiner gefühlten Erinnerung, sehr viel geschneit. So von November bis März war einfach Schnee und ich habe diese wahnsinnige Liebe zu Winter und Schnee. Ich glaube, es ist einfach auch eine irrsinnige Liebe zu den Elementen. Also ich würde ungern wo leben, wo es keine Jahreszeiten gibt zum Beispiel. Das ist für mich so eine unfassbar langweilige Vorstellung. Also ich mag die Variation und den Wechsel und dazu eben auch die Extreme, auch in den Elementen, in der Natur.
und habe schon ganz lange die Sehnsucht, seitdem ich die Bücher von Jack London gelesen habe, so nach Antarktis, Arktis, Alaska, ne, so diese Wildnis einfach. Und hatte eben die Sehnsucht nach der Antarktis und der Arktis. Und gerade in diesem Fall war es auch so, dass meine Mutter gestorben ist letztes Jahr im Oktober und es eine sehr, sehr turbulente Zeit war. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der irgendwie Angehörige verliert, dass danach einfach die Welt Kopf steht und es keine Ruhe gibt und man auch keine Zeit hat, selber zu trauern oder irgendwo diesen Platz, diese Stille zu finden, die man eigentlich braucht, um das zu verstehen. Und da kam für mich diese Sehnsucht nach dieser monochromen Welt, wo alles reduziert ist auf Schnee, Eis, Kälte. Und Stille. Und Stille, eben über wie unter Wasser. Also diese Stille in dieser Natur, auch gar keine Tiere, nichts mehr. Und es war wirklich ein Zufall, dass Sie genau dort in Grönland bei dieser Tauchexpedition, die Sie aber alleine gebucht haben, sind einfach hin. Genau, also ich habe sozusagen den besten deutschen Wasserfotografen zufällig getroffen, Tobias Friedrich. Ja. Und der hat Aufnahmen gemacht, die wir jetzt zeigen werden und die sind so spektakulär, sowas habe ich noch nie gesehen. Das sieht im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend aus. Das ist es ja auch. Ja. Es ist einmalig. Wir haben von oben jetzt gesehen, dass da nur ein relativ kleines Loch war. Ja. Und Sie tauchen doch, wenn ich mir das vorstelle, ins Dunkle hinein. Ja. Also das ist schon wirklich sehr interessant gewesen dort auch, weil man fährt raus auf den zugefrorenen Fjord. In diesen Fjord treiben Eisschollen rein und eben auch kleine Eisberge. Und dann friert das alles fest. Das ist so 6 Monate im Jahr, ist dieser Ort auch nur mit dem Helikopter zu erreichen deswegen. Und dann macht man da in der Nähe von einem kleinen Eisberg ein Loch ins Eis, ziemlich mühselig, und hat dann eben nur dieses Loch, um runterzutauchen. Und erst sehe ich nur schwarz, wie man das so gesehen hat, und kann auch, wenn ich das Gesicht ins Wasser mache, gar nicht runtergucken, weil in der Oberfläche so eine unruhige Schicht ist, wo das Süßwasser von dem schmelzenden Eisbergen sich mit dem Salzwasser vermischt. Und da kann ich gar nicht durchgucken. Also ich sehe erst, was mich unten erwartet, wenn ich dann tatsächlich abtauche. Und das ist in dem Fall war der Kameramann dabei. Sie sind ohne Leine getaucht. Das Sie haben ja gesehen, wie Sie nur mit dem angehaltenen Atem um diesen Eisberg rumschwimmen, rumtauchen. Woher wissen Sie, wo das Loch ist? Ja, das ist dann auch ziemlich kompliziert. Also normalerweise, wenn man eistauchen geht, ist man immer mit einer Leine mit dem Loch verbunden, damit man das wiederfinden kann. Aber ich konnte mit der Leine halt schlecht um die Eisberge rumschwimmen. Und insofern habe ich dann, nachdem wir festgestellt haben, dass Tobias und ich sehr, sehr gut zusammenarbeiten und ich mich auch wirklich auf ihn verlassen kann als meine Sicherheit, bin ich ohne Leine getaucht, ganz frei. Und da ist dann auch der Moment gekommen, das ist ja nicht so, als ob man auf der Straße geht und rechts abbiegt und dann links und dann die dritte wieder rechts und dann geht man halt zurück. Es ist eine sehr verrückte Welt, wie man da, glaube ich, gesehen hat, in der man sofort die Orientierung verliert. Und da habe ich mich irgendwie unter einem Eisberg 2-mal umgedreht. Und beim Raufkommen habe ich das Loch tatsächlich nicht mehr gesehen. Und das, wo ich das dann realisiert habe, nach einem bisschen Suchen, dass ich das jetzt also auch wirklich nicht mehr finde, war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt mal ein neues Erlebnis. Das hatte ich noch nicht unter Wasser. Ich hatte ja schon alles Mögliche, das noch nicht. Und dann habe ich so nachgedacht, was ich jetzt machen muss. Ich war zu weit oben und hatte einen zu flachen Blickwinkel und konnte deswegen das Loch auch gar nicht mehr sehen. Ich hätte also in die Tiefe wieder runtertauchen müssen, so sehr entgegen des Instinktes, um dann einen besseren Blick nach oben zu haben. Und ich war gerade dabei, so zu überlegen, dass ich jetzt wieder abtauche. Und da war aber Tobias Friedrich eben schon neben mir und hat mir schon die Richtung gezeigt. Der mit Flaschen unterwegs war. Und da braucht man halt auch dieses Vertrauen, dass er dann auch auf mich achtet und dann auch da ist in diesem Moment. Und dann kann man sowas halt auch machen.
Sie hatten keinen Atem dabei. Sie haben den Atem angehalten. Ja, ist gut, wenn man dann die Ruhe bewahrt. Wie sorgen Sie selber dafür, dass Sie nicht in Panik geraten? Ja, das ist für mich natürlich absolut elementar und auch nur deswegen im Bereich des Machbaren. Ich tauche ja auch schon sehr, sehr lange und habe dieses hundertprozentige Vertrauen in mich selber, dass ich eben unter Wasser bei Problemen nicht mit Panik auf die Probleme reagiere, sondern absolut die Ruhe bewahren kann. Das ist bei mir auch unter Wasser irgendwie schon immer so. Es ist tatsächlich aber auch was, was ich auch gelernt habe und was ich auch unterrichte. Zum Beispiel, wenn ich mit Kampfschwimmern arbeite, mit Polizeitauchern, mit Feuerwehrtauchern, geht es natürlich auch darum, wie behalte ich die Ruhe in extremen Situationen. Bei mir ist es wirklich so, ich hebe mir die Angst für später auf. Okay. So einfach ist das. Ich habe dann auch Angst, aber hinterher. Aber was ist das, was das so einmalig macht? Es muss ja irgendwo in meiner Vorstellung ein emotionales Erlebnis sein. Es ist ein sehr emotionales Erlebnis für mich gewesen. Ich glaube, das sieht man auch auf den Bildern. Und da muss man auch sagen, dass Tobias Friedrich wiederum auch sehr in der Lage war, das auch einzufangen. Also wir teilten eben auch dieses emotionale Erlebnis. Es ist halt mit Apnoe zu tauchen. Ich werde oft gefragt, warum denn nicht mit Gerät? Da sieht man ja Flaschen, das kann man ja dann auch alles schön sehen. Kann man, ist auch sensationell. Aber mich mit nur einem einzigen Atemzug der Welt unter Wasser auszusetzen, ist eben wirklich sehr unmittelbar. In dem Moment, wo ich noch Atemgerät dabei habe, habe ich noch eine Distanz zu dem Element und dieser Umwelt. Ne? Weil ich bin immer noch Mensch mit Technik und es ist so fast wie ein Mini-Up. Man hat ja seine Technik, seine Luft, man ist eben immer noch, man ist zwar drin, aber man hat noch diese Distanz, die man als Mensch eben hat mit seiner Technik. Dann ist das so eine Art Urerlebnis. Genau, also es ist wirklich das Reduzieren auf den Ursprung des Menschen. Das Elementarste, was wir vielleicht haben, das Bedürfnis zu atmen. Viel, viel weiter kann man eben sozusagen sich nicht mehr in seinen Urzustand versetzen, als das eben auszusetzen, den Atem. Und die Stille, die man dabei erlebt, ist unfassbar. Denn der Herzfrequenz geht runter, das ist ein Teil unseres Reflexes, der hilft, den Sauerstoff zu sparen. Und da werden die Pausen zwischen den Herzschlägen werden ganz, ganz lang. Merken Sie das? Ja, das spüre ich tatsächlich. Vor allen Dingen dann, wenn ich mich gar nicht bewege, sondern einfach nur still unter Wasser bin. Da nimmt man das wahr und da entsteht einfach eine Stille und eine Wahrnehmung von sich selber und diesem wirklich phänomenalen Umfeld. Eine sehr unmittelbare Wahrnehmung des Umfelds. Tauchen ist ja ein sehr populärer Sport, sage ich jetzt mal. Hat irgendjemand in der Runde hier schon mal richtig getaucht? Also natürlich nicht so, nicht Apnoe tauchen, aber so. Ich bin mal für einen Film habe ich das mal gelernt und dann habe ich wirklich gedacht, wow, das macht ja richtig Spaß und dann habe ich das ein paar Mal gemacht schon jetzt. Also es ist toll. Ich habe angefangen mal im Urlaub mit Schnorcheln, aber dann musste ich für einen Film mal richtig mit Flasche tauchen lernen. Ja. Das war echt ein Erlebnis dann danach, wenn man das so kann. Das ist faszinierend, ja. Aber normalerweise assoziiert man mit Tauchen ja, dass man Welten unter Wasser entdeckt, ja, also bunte Welten auch. Und bei Ihnen ist ja eigentlich nicht unbedingt das der Reiz, auch wenn Sie überall in der Welt schon ungefähr getaucht sind. Klar. Aber dieses Erlebnis hier war ja die Kargheit, wie sie nicht überboten werden kann. Erst sieht man gar nichts und dann so einen monochromen Eisberg, die atemlose Stille. Absolut. Sich dem auch auszusetzen, inklusive der Kälte und damit auch klarzukommen, ist natürlich sehr faszinierend. Ich glaube, wir Menschen, ich bin halt unverbesserlich neugierig. Ich glaube, das liegt auch in unserer Natur. Die Leute sagen immer zu mir, ja, wie kannst du denn sowas machen? Das könnte ich ja nie, sagt es mal so, das, was ich gerne höre. Und darum geht es auch sehr in meinem Buch. Jeder von uns hat eigentlich diese Neugierde in sich und jeder von uns kann viel mehr, als man meint. Wenn man immer natürlich immer sofort reagiert mit, ich könnte das ja nie, weil ich bin zu alt, sehr gerne gesagt, ich bin nicht sportlich genug, ich kann ja nicht schwimmen. Dann sage ich immer, ja, aber meine Lunge ist zu klein, die jüngste bin ich auch nicht, ich kann auch nicht gut schwimmen. Wir können viel mehr, als wir denken. Und mit Neugierde da so heranzugehen und offen zu sein, dann kann man wahnsinnig viel erleben. Motivation ist ein... Motivation ist ein ganz wichtiger Aspekt in Ihrem Buch, das Sie über Ihr Leben bzw. über Ihr Tauchen und Ihre Ansichten geschrieben haben. Da haben Sie irgendwann den Auftrag bekommen, schreib doch mal auf, was du am liebsten machen würdest. 10 Punkte. Und mir ist aufgefallen, von den 10 Punkten waren 9 Punkte körperliche Aktivität. Viele, ja. Und da waren 9. 9 von 10. Und der 10. war ein Buch schreiben. Das passte für mich jetzt gar nicht so zusammen. War da nicht auch noch irgendwie mit drauf, wie Französisch lernen oder sowas? Nein, ich habe es gestern noch gelesen. Das heißt, Sie sind sehr körperbetont in dem, was Sie überhaupt erleben wollen. Obwohl Sie ja gleichzeitig, Sie haben auch Kunstgeschichte studiert, Sie haben bei Christie's in London gearbeitet, Sie haben eine Buchhandlung gehabt mit Ihrer verstorbenen Mutter. Genau.
Jetzt leben Sie aber mittlerweile nur noch von dem Tauchen, weil Sie so faszinierende Dinge erleben, davon berichten, Schulungen machen, das Buch geschrieben haben. Eine letzte Frage noch. Im letzten Jahr, wir wissen das, glaube ich, alle noch, ist diese thailändische Jugendgruppe ja in der Höhle eingeschlossen worden. Und dann waren ja tagelang diese Dramatik, können die gerettet werden? Warum können die Taucher nicht dahin? Ich habe das nicht verstanden. Was war denn daran so schwierig? Also Höhlentauchen ist halt eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit und sehr, sehr höchstgradig riskant. Also selbst die Thai Navy Seals waren dafür nicht ausgebildet. Auch unsere Kampfschwimmer wären dafür nicht ausgebildet. Denn wenn da irgendwas schief geht, wenn man sich da so kleine Gänge irgendwie fädelt, dann kann man ja nicht zur Oberfläche zurück. Ich halte den Atem an und man denkt immer, das ist das Gefährlichste, was es gibt. Das ist gar nicht so, weil wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, jetzt möchte ich nicht mehr, dann tauche ich halt auf, wenn ich noch weiß, wo das Eisloch ist. Aber theoretisch gesehen tauche ich ja dann einfach auf. Und diese Kinder da rauszuholen, war wirklich höchstgradig riskant. Und die einzige Möglichkeit war, die auch in den Schlafzustand zu versetzen. Und der eine von den Höhlentauchern hat dann gesagt, er war sich sicher, dass er wieder rauskommt. Aber er wusste nicht den ganzen Weg, ob das Kind noch lebt, was er mit hat. Weil wenn die Maske verrutscht wäre und er musste den durch so einen Engpass so durchschieben, wie so ein Paket vor sich, wenn dabei die Maske verrutscht wäre, die wäre vollgelaufen mit Wasser, dann wäre der ertrunken und er hätte auch gar nichts machen können. Also das war extrem riskant und ein ganz großes Glück, dass die da alle heil rausgekommen sind. Sie machen das ja nicht nur, um Abenteuer par excellence zu erleben und die atemlose Stille, sondern Sie bilden auch Kampf. Taucher aus. Wogegen kämpfen die? Die Kampfschwimmer der Bundeswehr sind eine Elite-Spezialeinheit in der Bundeswehr. Die sind auch tatsächlich weltweit wirklich also eine absolut elitäre Einheit, die zu Wasser, zu Luft und zu Land eingesetzt werden. Und einer ihrer möglichen Annäherungsmöglichkeiten ist eben zu tauchen. Das heißt, das sind dann mehrere Kilometer, die zum Beispiel unter Wasser zurücklegen würden, um ein von Piraten gekapertes Schiff zum Beispiel anzutauchen und dann leise, leise an der Bordwand hoch und dann die Geiseln zu befreien, wäre zum Beispiel eine denkbare Aufgabe. Und die sind natürlich unter Wasser, nicht weil es Spaß macht, sondern weil es wirklich gefährlich ist. Und die können sich Panik und Angst in einer Problemsituation nicht erlauben. Und darum geht es eben bei denen, mentale Stärke zu entwickeln, die Sicherheit dann richtig zu handeln, wenn mal was schief geht. Harte Jungs, und Sie hören das Kommando von Anna von Bötticher. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Ganz toll. Ich habe das Gefühl, Svenja Jung, du bist auch hart im Nehmen. Kann das sein? Worauf spielst du an? Wenn ich mir die Rollen angucke, die du schon gespielt hast, dann waren das zum Teil welche, wo man das Gefühl hat, du gehst da mit vollem Körpereinsatz rein. Ja, ich glaube, ich bin ein sehr physischer Mensch und ich komme auch vom Tanzen. Und also ich habe mit 5 angefangen zu tanzen, habe dann mit meiner Cousine zusammen Schautanz-Duo gemacht, nennt sich das. Da erzählt man zu zweit auf der Bühne eine Geschichte, vertanzt eine Geschichte. Habe dann aufgehört damit und habe mir dann eine neue Form oder Art gesucht, Kunst auszuüben und bin zum Schauspielen gekommen. Und ich glaube, dass ganz viel aus sowas sehr Physischem bei mir kommt, ja. Und deswegen könnte man das so sagen. Und ich glaube, ich gehe sehr gerne mit meinen Rollen an Grenzen oder probiere es auf jeden Fall. Und gehe dann vielleicht auch mal das Risiko ein, da irgendwie auf die Schnauze zu fallen mit. Aber wenigstens das auszuschöpfen und ja, auch in der Rollenauswahl. Hast du schon mal Rollen gespielt, wo du das Gefühl hattest, da gehe ich auch körperlich über eine Grenze hinaus, wo es für mich gefährlich wird? Ich habe mal so einen Star Wars Fanfilm gemacht auf YouTube. Da haben wir die Geschichte von Darth Maul. Weiß nicht, wer hier Star Wars Fan ist und wer sich das auskennt. Ich kannte mich nicht aus. Ich habe das dann alles erfahren. Haben wir die Geschichte von Darth Maul sozusagen oder ihm einen kleinen Kurzfilm gewidmet und da habe ich eine Jedi-Schülerin gespielt. Und das ging schon an Grenzen. Also da haben wir mit einem professionellen Stunt-Team zusammen gedreht. Der das gemacht hat, ist jetzt im Jackie Chan Stunt-Team, wie dann dran heißt er. Und da wurde ich irgendwie durch den Wald gezogen und hoch und runter geschmissen und durfte ganz viele Stunts machen, was super cool war und echt viel Spaß gemacht hat, aber wo ich echt so gemerkt habe, ich gehe an Grenzen. Nochmal sehr physisch jetzt auch. Du hast im Frühjahr den Bayerischen Filmpreis bekommen, Entschuldigung, in der Kategorie Nachwuchs. Ja. Was ist das für, da gibt es ja Nominierungen, aber was war es für ein Gefühl, als du deinen Namen gehört hast? Ich wusste das schon. ich kann dir die Geschichte erzählen, als ich angerufen wurde, dass ich diesen Preis bekomme. Ich war da gerade in München und es rief mich ein Herr von der Bayerischen Staatskanzlei an und
das Erste, was ich dachte, war, okay, ich muss ihn sofort loswerden. Keine Ahnung, habe ich mein Auto falsch geparkt? Und dann ist so, nein, Svenja, du hast kein Auto. Das kann nicht das Auto gewesen sein. Und dann meinte er, ja, hier bayerische Staatskanzlei, wir wollten jetzt mal, ja. Und dann habe ich echt die ganze Zeit versucht, ihn irgendwie abzuwimmeln. Und dann meinte er, wir möchten Sie ganz gerne zum Bayerischen Filmpreis einladen. Und dann meinte ich zu ihm, ja, das ist ja total nett, dass Sie mich da extra anrufen. Ja gut, dann komme ich. Und vorher meinte er noch, ja, wie finden Sie denn Bayern? Und ich meinte so, ja, ich bin gerade da. Ich will jetzt aber auch keine Reise nach Bayern haben. Also ich habe das schon gesehen, ich kenne das alles schon. Ich dachte, er will mir eine Reise verkaufen dann noch zwischendurch. Es war ein Auf und Ab der Gefühle, aber es ging niemals in die Richtung, einen Preis bekommen. Und dann meinte er zu mir, nein, stopp, also wir möchten Sie nicht nur einladen, wir möchten Ihnen den Bayerischen Filmpreis verleihen. Und ich fragte ihn nur, hä, für welchen Film denn? Was denn? Überhaupt nicht, also ich habe es überhaupt nicht, gar nicht kommen sehen, wirklich 100%ig nicht. Und dann meinte er für den Film, der noch gar nicht rauskam, nämlich für Ackschicht über d'Lieb, eine Geschichte über die Liebe auf Hochdeutsch. Und genau, dann habe ich geschrien und geheult und meine Family angerufen und meine Agentin angerufen. Und das hätte man ansonsten Chor am Publikum gesehen, aber da war es dann eben so am Telefon allein im Hotelzimmer, ist ja verschenkt. Nee, es war auf der Straße draußen, also ich habe dann so das Glockenbachviertel schon zusammengeschrien. Ich war schon sehr laut. Mitten in München, das finde ich glaube ich nicht so gut, aber egal jetzt mal. Du hast 6 Comedy-Preise in Folge bekommen, das ist nicht irgendwann langweilig? Nein. Nee, man auch nichts anderes sagt. Das kriegst du gar nicht mehr. Nee, also das ist doch krass. Nee, man kriegt doch nicht so einen Preis und sagt, oh Gott. Man nennt dich ja schon FC Bayern in der Comedy-Szene. Moment mal. Also. nee, gar nicht. Also man muss ja sagen, die letzten beiden Jahre war ich ja, ich habe ja davor immer als, war ich nominiert mit anderen Kolleginnen. Da gab es dann Frauen und Männer getrennt. Und die letzten beiden Jahre war das alles zusammen. Also da habe ich dann, war ich dann nominiert mit den Männern. Und die zwei, das ist dann schon cool. Ja, also bitte. 6-mal Deutscher Comedy-Preis hier, Caroline Kebekus. Krass, muss man jetzt einfach mal sagen. Hammer. Svenja, wenn ich mir angucke, du hast jetzt sehr viel gedreht in den letzten 4-5 Jahren. Und es geht wahnsinnig oft um relativ harte Sexrollen. Also auch um hier die Geschichte, hast du gerade Ackschicht über d'Lieb, ja? Das so? Da war es, in dem Fall war es mal Inzest, ja? Ja, genau, ja. Ich habe es aufgeschrieben hier, das, fucking Berlin, da spielst du eine Prostituierte, in anderen Sachen, da wirst du im Keller vergewaltigt, in der nächsten Serie übst du die sexuelle Selbstfindung. Ist das der Grund, weshalb du sagst, ich freue mich auf spätere Frauenrollen? interessante Herleitung. Nee, also das ist, ich glaube, dass mir die Rollen, ich habe mir jetzt nicht die Rollen ausgesucht, nachdem, okay, wo ist irgendwas Sexuelles, was ich spielen könnte. Ich glaube, das hat sich dann so sehr in den Rollen ergeben und da waren natürlich auch sehr fordernde Rollen dabei, die ich spielen durfte, wo ich mich sehr weiterentwickelt habe. Und was die Zukunft angeht, dass ich sage, ich möchte gerne Mütter spielen, ist, glaube ich, einfach nochmal so der nächste Step, den ich jetzt bisher noch nicht hatte und wo ich nochmal eine ganz neue Art von Liebe, glaube ich, spüren kann. Ich habe ja noch keine Kinder, aber dass man so, dass ich mich dahingehend weiterentwickle, dass ich eben auch, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, Kinder zu haben. Und ich freue mich einfach auf neue Herausforderungen und mich diesem Gefühl oder dieser Gefühlswelt anzunähern, in der ich noch nicht sein durfte. Anna Losma hat 2 Kinder und spielt unter anderem auch Mütter. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ich habe einmal am Anfang meiner Karriere eine Mutter gespielt. Nee, zweimal habe ich eine Mutter gespielt. Ich bin irgendwie nicht so auf die Mutterrolle. Also ich bin jetzt 48 und so viele Mütter habe ich ehrlich gesagt leider auch noch nicht gespielt. Wissen Sie, das war auch keine Mutter, stimmt. Vielleicht gibt es nicht so viele spannende Mutter. Ja, da müssen sie geschrieben werden. Aber wenn man dich, Elli, du hast jetzt erstmal ein Hörbuch eingelesen von Sebastian Witzek. Genau. Und das ist auch interessant, weil wir beginnen die kleine Matze über dich mit einer Situation, die wir gefilmt haben, beim Einsprechen, kann man davon eigentlich nicht reden, aber egal, beim Einsprechen eines Hörbuchs. Und da merkt man, wie viel man auch dabei als Schauspielerin, als Schauspieler geben muss. Komm schon, verdammt! Du Geschnurrstück, Scheiße! Machst du das oder deine Viecher? Ich werd völlig verrückt von Barrerin. Der Werner, der will's mir verzählen.
Und dann mach ich, dass du ins Gefängnis kommst dafür. Ich war das nicht. Du oder dein Viecher, du Scheißkerl! Ich freue mich sehr, dass ich dir diesen Preis heute überreichen darf. Deinen ersten Preis. Der Scheißbulle, der hat es verdient. Die Nazi-Schweine, die denken immer, die können machen, was sie wollen. Jetzt haben die mal einen Denkzettel bekommen. Svenja Jung. Der Tatort kommt noch am 10. Juni. Wir haben eine gewisse Tatortverbindung. Du hast ja auch mal im Tatort gespielt, Anna Loos, ne? Und Jan-Josef Liefers, dein Mann, Münster-Tatort, auch klar. Mhm. Du bist schon länger her bei dir, ne? Ja, genau, das habe ich relativ am Anfang gemacht. Aber ich habe es 4 Jahre gemacht und die haben damals 4 Stück im Jahr gedreht mit Klaus und Dietmar. Das war toll. Ja, die sind cool. Ja, also das war auf jeden Fall für einen jungen Schauspieler, das ist eine tolle Atmosphäre, um so ein bisschen Selbstsicherheit zu bekommen und viel zu lernen auch, weil man, es kommen tolle Kollegen ans Set, es sind immer tolle Leute besetzt und so, das ist schon eine gute Schule. Wenn man sagt, die Schule des Lebens oder so, dann es hat ja eine Weile gedauert, bis du Fuß fassen konntest im Schauspielbusiness oder so. Du bist nach dem Abi nach Australien gereist. Genau. Das lese ich mal mit Neid, ja. Oh, wenn junge Leute die Chance nehmen und woher, du hattest ja verschiedene Konten schon mit 18. Das haben wir schon. Ja. Aber na, mal ein halbes Jahr nach Australien gehen, das kostet ja echt Kohle. Ja, naja, also man braucht ja, glaube ich, ein bisschen eine gewisse Summe, dass man überhaupt einreisen darf nach Australien. Und genau diese Summe, was weiß ich nicht, vielleicht waren es 1.000, 2.000 Euro oder sowas, die musst du nachweisen und die hatte ich und konnte einreisen. Aber sonst hatte ich keine Kohle. Und dann habe ich mir da Jobs gesucht. Und mein erster Job in Australien war es, Staubsauger an Haustüren zu verkaufen. Staubsauger an Haustüren? Staubsauger auf Englisch. Wer weiß, was Staubsauger auf Englisch heißt? Das war mein großes Problem, weil ich ja nur mein Schulenglisch hatte und Vacuum Cleaner war irgendwie nicht dabei. Wie heißt das? Vacuum Cleaner. Vacuum Cleaner. Das habe ich dann auch gelernt. Und dann sind wir wirklich von Haustür zu Haustür, ich war mit meiner besten Freundin da, gelaufen, teilweise durch Hunde durchgekämpft, also kein Witz, nicht mit den Hunden gekämpft, aber irgendwie uns versucht, dran vorbeizuschleichen schnell. Und dann waren wir meistens, stand vor der Tür dann, also standen ältere Damen vor der Tür und dann mussten wir diesen älteren Damen den Vacuum Cleaner andrehen in meinem schlechten Schulenglisch und das hat nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich einen verkauft habe, also wir mussten nur diese Flyer verteilen, wo die Nummern drauf standen. Und dann habe ich mir gleich einen neuen Job gesucht. Das hat auch nicht so gut geklappt. Da musste ich eben dran denken, als ich dich tauchen sehen habe. Aber ich habe nur geschnorchelt auf dem Great Barrier Reef. Und dann hieß es, sie brauchen da irgendwie eine Köchin für eine Tauchertruppe, die 2 Tage auf dem Great Barrier Reef sind und einfach ein bisschen bekocht werden möchten. Und ich dachte, super, ich habe das schon gesehen. Also Mama hat auch und ich habe manchmal geholfen. Und ich bin ja wahrscheinlich nur so jemand, der schnibbelt irgendwie ein bisschen nebenher. Dann stand ich da und ich dachte, der Chefkoch ist wahrscheinlich da oder die Köchin. Und dann stand ich da und dann habe ich gefragt, wo ist denn der Chefkoch eigentlich? Wenn sie jetzt, wie, du bist das? Also deswegen haben wir dich hier engagiert. Und ich so, scheiße, ich kann doch gar nicht kochen. Also wirklich nicht, bis heute schwierig. Und dann hatte ich da eine Truppe von 20 Tauchern, die halt bekocht werden wollten. Und ich hatte dann Rezepte auf Englisch natürlich. Wusste ich ja auch nicht, Cucumber und so. Es war alles schwierig. Und dann haben sie es dann irgendwie nach einem halben Tag auch herausgefunden, dass ich nichts drauf habe, was Kochen angeht. Und haben mir dann geholfen. Dann haben wir alle zusammen gekocht. Ich hoffe, die haben ein bisschen Geld zurückbekommen. Und ich durfte sogar noch, ich weiß gar nicht, wieso sie das dann gemacht haben, aber irgendwie fanden sie es wahrscheinlich lustig und haben sie mir noch angeboten, ob ich schnorcheln gehen möchte. Und ja, dann durfte ich. Die waren froh, dass du aus der Gefahr bist. Die waren froh, dass ich irgendwie mal draußen aus der Küche draußen genau. War. Vielleicht gehe ich verloren auf dem Meer oder so. Ja. Und interessanterweise war es damals unter uns, die RTL-Serie, wo du da mal mitgespielt hast, um eine Rolle zu kriegen und so. Und da bist du eigentlich entdeckt worden. Und von da an ging es richtig los. Svenja Jung. Weiterhin alles Gute für dich. Vielen Dank. Anna Loos, als Schauspielerin gefeiert, aber ich habe mich gefragt, ob du vielleicht heutzutage noch manchmal davon träumst, als Opernsängerin die Königin der Nacht zu singen.
Vielleicht jein. Also ich gehe tatsächlich immer noch in die Oper. Ich liebe die Oper. Auf eine Art und Weise, auf eine andere Art und Weise ist es mir zu, also sind mir die Grenzen in der Oper zu streng. Also ich glaube, ich habe meinen Weg so gemacht, wie ich ihn gemacht habe, weil ich möchte mehr Grenzenlosigkeit als in der Klassik vielleicht in der Oper einen Sänger hat. Ne? Aber also Slimeweiß war das wirklich so, also heranwachsende war es, da war es so ein Traum. Genau, das war mein Traum. Ich wollte eigentlich eine Mischung aus Maria Callas und Mario Lanza werden. Also so Drama und Entertainment, und das wollte ich so ein bisschen mehr mixen, weil ich dachte, das gibt's noch nicht, und das wäre so eine Art, heute würde ich sagen, Marktlücke. Ja, hat nicht ganz, aber anderes hat ganz gut geklappt. Also du hast ja 12 Jahre mit Silly, mit der wirklich großartigen Band gearbeitet und gesungen. Und jetzt kommt das erste Soloalbum. Und das klingt... Ist schon gekommen. Bitte? Es ist schon gekommen. Ja, klar, ist schon gekommen. Und so. Aber wir reden jetzt drüber. Und das ist schon, das wirkt schon irgendwie sehr persönlich. Und es wirkt so, ich bin über das Cover gestolpert. Weil ich jetzt dachte, wer ist denn das? Es sind viele Leute über das Cover gestolpert. Blend das mal ein. Ich meine, wer sieht denn jetzt hier Anna los? Ich nicht. Doch, das bin ich. Also das ist auch ein Teil von mir. Ne? Also ich sag jetzt mal, ich bin sehr viel mehr Leuten in meinem Leben begegnet, die denken, okay, mit der Anna geht irgendwie alles, als Leuten, die denken, oh, wir müssen auch ein bisschen Acht geben auf die Anna. Ne? Also diese Seite von mir, diese melancholische Seite, auch eine zerbrechliche Seite, auch eine empfindliche Seite, die habe ich, sage ich jetzt mal, nicht so viel Chance zu zeigen. Und ich habe, als ich das Songwriting für das Album gemacht habe, irgendwann gemerkt, als es relativ final war, wow, das ist sie. Also in diesem Album steckt jede Menge von allem, was ich sonst eigentlich nicht so zeige. Und das ist sehr privat und das ist fast schon gläsern. Und das hat so eine, das hat genau diese Empfindsamkeit, die ich nicht zeigen kann. Und dann dachte ich, okay, gläsern, das ist es. Ich mache ein gläsernes Cover. Ah, okay, und ja, das ist natürlich so, dass wenn du als Schauspielerin arbeitest, in deinen wirklich vielen Rollen, die du schon gespielt hast und weiter spielen wirst, hast du vorgegebene Texte. Und hier bist du natürlich irgendwo... Nein, ich habe vorgegebene Welten auch, ne? Vorgegebene ja. Leben. Also man kann ja als Schauspieler am Text schon noch arbeiten, aber das Leben, in das man schlüpft, das ist ja nicht deins. Also du kannst nur teilweise was damit reinbringen, aber es sind ja andere Leben. Wie alt sind deine beiden Töchter? 16 und 11. Ich liebe die Pubertät. Also ich sage jetzt mal so, gerade Stichwort Pubertät, ja, das ist eine Zeit, wo das Verhältnis von Eltern und Kindern oft nicht ganz einfach ist. Ich sage es mal so. Und wo man nicht so locker im Gespräch ist, wie vielleicht vorher oder nachher. Verdammt, das stimmt. Ich habe mir vorgestellt, die Texte sind sehr offen. Wenn du spielst oder singst deinem Mann, Jan-Josef Liefers, und deinen beiden Töchtern diese Lieder vor. Das ist doch was du von dir gibst. Wie reagiert zum Beispiel die Ältere, die 16-Jährige darauf? Also die war nach dem Album so stolz auf mich wie, glaube ich, noch nie vorher, weil sie das ganz toll fand, was ich quasi gezeigt habe mit dem Album. Es hat auch sie teilweise berührt, also nicht alles, ne? Und natürlich hört sie andere Musik, also sie hört amerikanischen Hip-Hop und interessiert sich eigentlich null für deutsches Pop oder Singer-Songwriter, also Pop interessiert sie null. Aber ich, also apropos Pubertät, also ich glaube halt, dass wir uns miteinander entwickeln müssen. Ne? Ich kann nicht von meinem Kind erwarten, dass sie Sachen erfüllt und gleichzeitig ändere ich nicht, wenn sie eine junge Erwachsene wird, dass ich kein Kind mehr vor mir habe. Ne? Also das ist so, sehe ich dann so als Aufgabe mit so einer Pubertierenden, und ich glaube, das ist auch so. Ich lebe mit ihr jetzt anders zusammen. Diese Kinderregeln gelten nicht mehr, die greifen auch nicht mehr. Ne? Ja, die gelten natürlich für die Kleinere. Die gelten für die Kleinere, und da funktioniert das auch noch, aber man merkt dann, bei so jungen Erwachsenen funktioniert das nicht mehr, und das ist ein anderes Zusammenleben, was man da gestalten muss, und dann funktioniert das auch ganz gut. Ist die auch deshalb stolz auf dich, die ältere Tochter, weil du doch sehr unkonventionell bist? Du bist zum Beispiel heute hier angekommen mit dem Tourbus, also mit deiner Band. Ihr habt später noch ein Konzert, morgen oder übermorgen, seid ihr mit dem Bus hier angekommen, du bist ausgestiegen, hast gefragt, wo ist denn hier die Dusche? Und dann bist du erst im Jogginganzug übers WDR-Gelände gelaufen, damit du ein bisschen von der Sitzerei loskommst. Das fand ich echt cool. Und hast dann geduscht hier irgendwo? Ich war joggen hier im Wald. Ja. Also hier gibt es ja einen tollen Park. Und da war ich mit dem Konrad, mit unserem Pianisten, war ich joggen. Und das war wirklich toll heute Vormittag. Das ist ja richtiges Bandleben. Das machst du ja auch, ne?
Ja, also ich fahre immer die Zurückfahrten fahre ich oft mit. Also wenn man so 3-4 Tage unterwegs ist und dann die Rückfahrt nach Köln dann über Nacht. Ich habe immer als Ausrede, dann bin ich früher in Köln und dann schafft man noch was am Tag. Aber es ist natürlich Bullshit, weil wir da bis 4 Uhr morgens saufen. Richtig übel. Ja, aber nur wenn zurück, ne? Und dann, das ist, aber ich liebe das auch. Auch dieses im Schlafen in diesen Kojen. Ja, das ist ja eine Gemeinschaft, ne? Also niemand macht alleine ein Konzert, sondern das ist eine Gemeinschaft, die muss auch zusammenwachsen, die muss sich auch finden, die muss auf der Bühne sehr sensibel füreinander sein, weil keiner spielt da allein. Je besser die Leute aufeinander hören, aufeinander eingehen, schon auch ein Empfinden füreinander haben, sehr intensives, desto besser ist das, was man da hört von der Bühne. Und ihr habt das sogar heute so gemacht, Anna, als ihr draußen gestanden habt, du und deine Musiker, dass ihr euch wie Sportler ineinander verhakt habt und habt euch noch einmal so eingeschworen auf das, was kommt, weil du gleich auch noch singen wirst mit deiner Band. Ja? Und das fand ich einen sehr berührenden Anblick. Ja, das ist halt noch mal so kurz zueinander finden und eine kleine Mini-Nanosekunde miteinander so eine Aufmerksamkeit haben. Ich finde das toll, ich brauche das, also weil es sind ja nicht, also in meiner Band spielen ja nicht nur Musiker, es sind Menschen. Ne? Und hinter diesen musikspielenden Menschen stecken Geschichten, die mich interessieren. Es sind Menschen, die mich interessieren und die ich auch sehr mag, sonst würde ich sie ja nicht dabei haben. Und für mich ist das so eine Gemeinschaft, die ich dann kurz mal auch abschließen will und haben will. Hat es so eine Gemeinschaft, Herr Müntefering, in der Politik auch gegeben? Sie hören jetzt, hier wird bis 4 gesoffen. Das war in der Politik vielleicht auch möglich. Oh. Da gibt es diese eingeschworene Gemeinschaft, das Vertrauen zueinander. Ich weiß nicht, wie das war. Sie waren ja auch im Kabinett von Schröder. Ist ja die alte Frage, gibt es in der Politik wirkliche Freundschaften? Ja, klar. Wir haben zum Beispiel eine Fußballgruppe. Wir spielten einmal in der Woche Fußball miteinander. Auch Schäuble war dabei zum Beispiel. Wir haben Fußball gespielt, war noch vor seiner Zeit, vor dem Attentat da. Mit anderen auch, die mitgespielt haben. Joschka Fischer und andere. Also das gehört dazu, dass man mal jenseits des unmittelbaren Berufs sich als Mensch begegnet und ja, auch ein Bier miteinander trinkt oder 2 oder 3. Zum Wohl. Jawohl. Haben wir. Das heißt, wenn ich mal ganz kurz zuschauen, Sie telefonieren noch ab und zu noch mit Andrea Nahles? Natürlich, ja, aber rede ich nicht öffentlich drüber. Weil die Alten, ich habe früher, als ich die Funktion hatte, ich habe auch nicht die Alten angerufen, haben gesagt, sag mal, was soll ich jetzt machen? Ich habe da auch einfach gemacht. Und das ist in Ordnung, wenn die Jüngeren sich selbst entscheiden. Die müssen auch die Verantwortung tragen dafür. Und wenn sie was von mir wissen wollen, was ich meine, können sie anrufen, können sie schreiben, dann sage ich denen, was ich meine. Aber ich setze das nicht in die Zeitung, ich mache da keine öffentlichen Auseinandersetzungen. Das halte ich nicht für vernünftig, ja, dass man das macht. Und nicht für fair. Es ist ja, in der Politik herrscht ein extremer Leistungsdruck und über den genau sind auch Texte von dir. Ja, beispielsweise der Erste, der wirst auch gleich drüber singen. Ja, was die Menschen von einem erwarten. Ja, ich glaube, dass für uns alle Leistungsdruck herrscht. Also ich denke, für die Kinder fängt das ja schon an. In der Schule haben die ja schon Leistungsdruck, ne? Und ich glaube, das trifft Politiker natürlich so wie alle anderen auch. Also ich glaube, ein Taxifahrer hat auch einen Leistungsdruck und ein Schüler und eine Krankenschwester und jemand, der einen kleinen Blumenladen aufmacht. Wir alle unterliegen diesem Leistungsdruck. Wenn ich das mal rein sein darf, ich habe eben gerade, als Sie gesprochen haben, ab und zu sollten wir vielleicht in der Politik auch lernen, die Luft länger anzuhalten. Ja, genau. Verstehen Sie, das wäre eine gute Sache. Und das ist ja so in der Natur des Menschen. Ne? Jeder hat ja mal als Kind mal ausprobiert, wie lange er die Luft anhalten kann. Naja, es ist natürlich so heutzutage mit den sozialen Medien, da wird sehr kurz die Luft angehalten oder auch gar nicht. Da wird rausgeschossen. Ja. Bist du unterwegs in sozialen Medien? Du hast eine Homepage auf jeden Fall? Ja, bin ich auf jeden Fall auch. Also ich finde es interessant. Ich muss sagen, manchmal nervt es mich auch ein bisschen und dann bin ich einfach nicht da. Also ich finde das unauthentisch, wenn ich jetzt so tun würde, als wäre ich da jeden Tag unterwegs. Ich poste nicht jeden Tag was, aber ab und zu mache ich es schon und ab und zu gucke ich da auch rein und ab und zu mache ich es einfach aus. Das ist natürlich auch lustig, weil Franz Müntefering hat sein Buch auf einer Schreibmaschine geschrieben. Ja. Also denkt Ihre Frau nicht, Sie haben sie nicht alle. Ja, das hat sie gedacht, ja. Das ist toll. Unser kleiner Tochter hat auch gerade... Schlimmer, sie hat das auch gesagt, ja. Unser kleines Kind hat gerade die Schreibmaschine wiederentdeckt und auch, schreibt auch auf der Schreibmaschine. Findet das mega. Ja. Ach. Es ist ein bisschen eine verrückte Sache, aber ich habe immer so gearbeitet mit Maschine, die Olympia, und dann schreibe ich auch Papier rum und so. Ich sage nichts dagegen, wenn jemand das anders macht, aber ich kann da ganz gut mit klarkommen. Ist halt eigentlich nicht. Ja, ist ein Buch draus geworden. Ja. Ja, also was will man mehr? Und bei Anna habe ich nämlich heute auf der Homepage nachgeguckt und da habe ich eine sehr lustige Geschichte gefunden. Aber die spricht auch Bände über den Druck, den du ja auch hast, weil du so viel machst einfach als Schauspielerin, als Mutter, als Sängerin. Da hast du nämlich geschrieben, wie auch Janni, Jan Josef,
habe ich all meine Termine vor und nach den Winterferien übereinander gestapelt, um es unserer Familie möglich zu machen, in die Skiferien zu reisen. Stimmt. Das ist natürlich, da merkt man schon, da wird permanent auch, jetzt bist du weg, jetzt bist du auf Tour. Ja, naja, ich sag jetzt mal so, ich bin in einem Beruf zu Hause, wo es nicht normal ist, dass man für die Schulferien frei hat. Ne? Also bei uns Schauspielern und auch bei Musikern fragt man ja nicht, passt das da? Ne? Wenn Festivalsaison ist, im Sommer ist Festivalsaison, da muss man halt auch mal in den Sommerferien einen kurzen Break machen und so. Und ich versuche schon immer, die so frei wie möglich zu halten, aber das geht halt gar nicht immer. Und da ist es auch nicht ganz geglückt. Ich hab's, es stand ja da zu lesen, es ist wirklich sehr lustig. Du hast dann versucht, alles zu packen, als Mutter alles richtig zu machen, ne? Für die vier wahrscheinlich zu packen, für Jan-Josef noch mit und so. Und du hattest alles dabei, bis auf die Abendgarderobe, die in dem Hotel erwünscht war. Wenn man zum Dinner kam, sollte man vernünftig anziehen. Ja, das stimmt. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir waren noch nie in dem Hotel. Es war sehr, sehr schön. Aber es war tatsächlich so, dass abends immer alle andere festliche Garderobe mit hatten. Und ich hatte halt nur so Feel-Good-Sachen mit. Und zwar für jeden Abend quasi fast dasselbe. Und wir sind da echt rausgestochen. Aber wir sind auch rausgestochen, weil wir einige Kinder mit hatten, Freunde auch, und die waren sehr laut und so. Die haben sich vielleicht auch nicht so benommen, wie man das da gewohnt ist. Aber war schön. War sehr, sehr schön. Für euch. Für uns war es toll. Für die anderen, also wir haben versucht natürlich, uns zu benehmen, aber wir haben nicht ganz dahin gepasst, hatte ich das Gefühl. Was ich schön finde, auf dem Album gibt es ein Lied, das hast du, wenn ich es richtig verstehe, deinem Mann gewidmet. Das heißt, wie beim ersten Mal. Mhm. Und wieso hast du das Lied, wieso hast du dich dafür entschieden? Das ist ja ein Liebeslied. Ja, das ist ein Liebeslied, weil ich wirklich glücklich bin, dass ich einen Menschen getroffen habe in meinem Leben, der manchmal um die Ecke kommt und mich noch überrascht und mich immer zum Lachen bringt und mich immer... auch herausfordert, also so intellektuell. Und das manchmal denke ich halt, okay, manchmal kommt er wirklich um die Ecke und ich denke so, ey, Typ, was machst du denn heute Abend? Komm, lass uns doch ein Brause trinken zusammen. So als wäre es sozusagen so ganz am Anfang. Und das finde ich toll. Also das feiere ich auch. Oder das feiern wir auch. Ja. Da sind so viele kleine Geschichten auf diesem. Darf ich fragen, wie du Jan-Josef eigentlich kennengelernt hast? Das sind immer so schöne Anfänge. Also wir haben uns ehrlich gesagt kennengelernt. Ich war gerade kurz vor dem Dreh von, ist ja jetzt schon 20 Jahre her, von Anatomie. Und wir haben mit einem verrückten Regisseur ein anderes Projekt vorbereitet mit Horst Scherber, toller Typ, hallo Horst. Und zwar sollten wir eine Band spielen, Jan-Gregor Kremp, Lars Rudolf, Janni und ich. Und der Horst hat gesagt, ich will alles live, alles, gibt keine Konserve, es wird nicht vorher aufgenommen und im Film alles live. Und wir mussten wirklich viel spielen. Und er wollte auch, dass wir als Band zusammenwachsen. Und dann hatten wir Proben. Und da haben wir uns quasi kennengelernt. Über die Musik eigentlich. Also Filmerei war noch... Passt, ja, passt super. Ja, wahrscheinlich musikalische Töchter. Du singst jetzt mit der Band ein Stück aus dem Lied. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Das ist... Das geht eigentlich genau um das. Startschuss heißt es. Das ganze Album heißt übrigens Werkzeugkasten. Ich habe immer gedacht, alles braucht seine Zeit. Wird sich alles schon finden, ich sag schon mal. Auch wenn ich es jetzt noch nicht weiß, es wird schon irgendwie laufen. Spricht für eine Zuversicht, die du hast. Ich bin zuversichtlich. Man nennt mich auch Positivist. Also ich bin wirklich sehr optimistisch. Dann Anna Los und Band. Ich hab immer gedacht, alles braucht seine Zeit. Wird sich alles schon finden, auch wenn ich's jetzt noch nicht weiß. Es wird schon irgendwie laufen. Wird schon irgendwie laufen. Wieder ein Jahr vorbei, ich bin älter geworden. Doch den Ernst des Lebens, dem vertröst ich auf morgen. Es wird schon irgendwie laufen. Wird schon irgendwie laufen. Meine Leichtigkeit, meine verrückten Ideen werden für andere zum Problem. Doch ich frag mich, will ich der sein oder mehr sein als andere in mir sehen? Ich hab den Startschuss schon gehört, doch da, wo ihr hinrennt, will ich nicht hin. Ich hab den Startschuss schon gehört, doch da, wo ihr hinrennt, macht für mich keinen Sinn. Ich bin, wer ich bin.
am Anfang nicht mal selber dran glaubt. So ist doch immer gelaufen. So ist es immer gelaufen. Meiner Leichtigkeit, meiner verrückten Ideen werden für andere zum Problem. Doch ich frag mich, will ich der sein oder mehr sein als andere in mir sehen? Ich hab den Startschuss schon gehört, doch da, wo ihr hinrennt, will ich nicht hin. Ich hab den Startschuss schon gehört, doch da, wo ihr hinrennt, macht für mich keinen Sinn. Alle wollen irgendwo hin, alle wollen irgendwas werden, als Erste im Ziel sein, als ob's das Einzige wäre. Doch ich bin, wer ich bin. Ich gehör da nicht hin. Super, Anna Lohse und Ben, vielen Dank, viel Erfolg für euch. Sehr toll, danke schön. Wolf-Dieter Stoll. Sie fallen äußerlich so ein bisschen hier aus der Gruppe raus, muss ich jetzt einfach mal sagen. Nein. Dafür haben Sie uns aber auch viel mitgebracht an Kräutern. Man muss dazu sagen, ich sage schon mal, Ethnobotaniker, Kulturanthropologe, Schamane, Kräuterexperte. Sie haben ja früher an Unis gelehrt. Da sahen Sie wahrscheinlich angezogen so aus wie Herr Müntefering. Genau. Ja, genau, war es so? Schnügelt und gebügelt. Ah, das ist aber lange her. Sie haben sich vor ungefähr 30 Jahren zurückgezogen auf einen Einsiedlerhof. Vor 30 Jahren. Vor 30 ja. Jahren im Allgäu, 1000 Meter hoch. Mhm. Und manchmal sind Sie auch richtig eingeschneit, weg von der Welt im Winter. Mhm. Wie ist das Gefühl, wenn Sie dann wieder runterkommen in die Zivilisation? Wie ein LSD-Trip. Das ist wirklich was anderes. Also da oben im Winter, da sehe ich außer meiner Frau und den Hunden und so niemanden. Mehrere Wochen lang oder Monate lang. Also dieses Jahr hat es sehr viel geschneit. Am Dreikönigstag fiel über Nacht 1 Meter Schnee. Und dann in den folgenden Tagen noch mehr Schnee. Und dann war der Weg zum Holz in der Scheune wie so ein Tunnel. Ja. Und dann ging der Strom aus. Und zwar 14 volle Tage, weil irgendwelche alte Fichten über den, also über die Leitung gefallen sind. Und das war eigentlich herrlich, ja. Haben Sie auf der Alm Internet? Ja, haben wir. Aha. Mhm. Was von der Welt lassen Sie rein? Tja, ich schreibe meine Bücher im Winter und dann... Nicht rauslassen, reinlassen. Ja, davon rede ich ja gerade. Und dann schaue ich nach, ob das, was ich hier zusammendichte oder was mir da zukommt, ob das auch stimmt oder die richtigen Daten. Also das ist, was ich reinnehme. Aber das ist dann sozusagen bezogen auf das, was Sie tun. Ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, gucken Sie Fernsehen? Ja, haben wir, aber dann eben wegen den vielen Schnee, da ist das Satellitenschale kaputt gegangen und ließ sich nicht reparieren. Und Sie haben nichts vermisst, seien Sie ehrlich. Und Sie haben nichts vermisst, seien Sie ehrlich. Weiß ich nicht. Also ich habe immer MDR geguckt, weil ich meine Wurzeln in Sachsen habe. Und das war so ein bisschen so homöopathische Heimatbeziehung. Ah, okay. Wobei Sie ja lange in den Vereinigten Staaten gelebt haben. Ihre Eltern sind dorthin ausgewandert mit Ihnen. Ihre Frau kommt auch aus den Vereinigten Staaten, sind aber zurück in Bern noch ihren Doktor gemacht und sind dann, wie gesagt, zurückgegangen. Wieso haben eigentlich alle Botaniker lange Bärte? Das muss man haben, denn das sind auch Antennen. Und irgendwie kommt man dadurch in Einklang mit den Wurzelwelten. Und dann die Zwerge, die freuen sich und die flüstern einem dann die Geheimnisse der Natur zu. Sehr gut. Und dann sind wir nämlich schon bei dem. Beim ganz entscheidenden Punkt, für den Sie sozusagen stehen, sagen wir, ist diese Trennung Zivilisation und Natur, die ist eigentlich falsch. Ja. Wir Menschen müssten alle viel naturbezogener leben, was Sie konsequent tun.
Wir sind erstmal, sind wir Natur, wir gehören dazu. Wir haben uns aus den Wäldern entwickelt, als Primaten und so weiter. Und das liegt noch ganz tief in uns. Und was heutzutage geschieht, ist, wir verlieren uns in virtuellen Welten. Und das sind Welten, die man denken und die man eigentlich mit dem Kopf erlebt. Aber wir sind mehr als das. Und wir kommen in Resonanz, wir sind mitfühlend. Und das haben wir schon immer gekonnt als Menschen oder als Primaten. Und das hinterlässt so ein Gefühl des nie zufrieden werden Könnens, wenn man sich nur in diese Bereiche, also in die Elektronik verliert. Und ich finde, dass wir uns immer wieder, also wie Sie sagen, laufen müssen, erstmal in den Körper, aber auch in die Natur und einfach ab und zu mal innehalten und schauen, wie schön diese kleinen Blüten sind, die da so sich hinsetzen mal mit einem Löwenzahn. Das ist ein meditatives Highlight. Wer hier in der Runde, ich meine, Sie haben eine intensive Beziehung zur Natur, ja. Natürlich zu den Meeren, zu dem Wasser. Aber zu allem, ich kann mich zum Beispiel, dann sagen die Leute immer, hast du schon mal einen Hai gesehen? Und ja, toll, sensationelles Erlebnis. Aber man kann sich über alles freuen. Ich freue mich zum Beispiel unfassbar über die Spatzen, die immer in der Pfütze, die an dem Baum vor dem Buchladen entsteht. Da entsteht so eine Pfütze und da baden dann die Spatzen drin. Und die Spatzen zum Beispiel finde ich sensationell. Die haben immer gute Laune. Also ist doch wahr. Oder wie langweilig wären unsere Städte ohne die Spatzen? Wie leer wäre unsere Welt? Und da kann man sich an allem freuen. Werden aber weniger. Karin, hast du eine besondere Beziehung zur Natur oder bist du als Kölnerin doch städtesozialisiert? Naja, ich wohne in der Stadt. Ich liebe auch die Aussicht, die ich da habe. Also, dass ich den Dom sehen kann und das alles. Ich liebe dieses Stadtleben, aber ich liebe es auch im Wald zu sein, tatsächlich. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich so über diese Bäume gucke, dann ruhen sich so meine Augen aus. Weil das ist halt Baum, Baum, Baum. Also es sind halt Bäume. Also da ist jetzt nicht wie in der Stadt, das ist auch schön, Haus, 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 Dom, wunderschön. Das ist auch total schön, aber es sind wahnsinnig viele Informationen. Und da habe ich das Gefühl, es ist so, ich kann das nicht erklären, aber es ist so beruhigend, dass die Bäume da sind. Und diese wenigen Informationen fürs Gehirn irgendwie. Ja. Genau, was er eben gesagt hat. Ich möchte Sie nicht hetzen, aber Sie sollten anfangen zu räuchern. Denn Sie haben uns ganz viele Kräuter mitgebracht, weil es geht ja auch in dem, was... Ist das legal, was wir jetzt machen? Oder hat das ich weiß nicht. Also, weiß man nicht. Ne? Wenn es anfängt zu regnen. Er hat eben schon von LSD geredet. Ich weiß auch nicht genau, was jetzt passiert. Man muss ja sagen, in den vielen Büchern, die Sie schon geschrieben haben, unter anderem auch mit Hilfe Ihrer Frau, darf man nicht vergessen, geht es neuerdings natürlich auch mal ganz, ganz konkret um unsere grüne Kraft. Das heißt, die Heilkräfte, die wir in der Natur finden und von denen manche noch wissen, aber viele auch nicht. Anna, du hast vorhin gesagt, deine Großmutter wusste auch noch, was man macht mit Beifuß. Was ja, meine Oma hat auch viel mit Pflanzen gemacht. Also wenn man Ohrenschmerzen hatte, kamen Pflanzen in den Sack, die wurden warm gemacht, wenn man Bauchschmerzen hatte. Also die hat ja auch für alles irgendwas gemacht. Und hat's wenn man eine Wunde hatte. Hat's geholfen? Gefühlt immer, wenn meine Oma was gemacht hat. Ja, das ist natürlich klar. Das ist die emotionale Kraft. War das bei Ihnen auch noch so zu Hause mit Ihrer Mutter nach dem Krieg? Ein bisschen so. Also, was Sie berichten, mich erinnert das sehr an meinen Großvater. Mein Großvater war Schäfer. Hatte auch einen schönen Bart, sah aus wie Wilhelm Busch. Mhm. Und hat mich als kleinen Jungen an die Hand genommen, hat mich so durch die Wiese geführt, hat mir erzählt, was die ganzen Pflanzen und die ganzen Blumen da sind und dass man sich daraus Heilkräfte holen kann. Und er hat sich seinen Schnaps auch selbst gebraut. Er war aber nie betrunken. Heilkraft. Also der war ein Mann, der an die Natur glaubte. Er war so ein Wunderdoktor für Tiere, wenn Sie verstehen, was ich sagen will. Das gab es früher. Er wurde auf die Höfe geholt und hat die Tiere dann auch wieder geheilt. Also war ein anderer Bezug zur Natur. Ich glaube, ich könnte nicht mein Leben lang, aber so ein Jahr könnte ich erleben, wo er lebt. Tatsächlich, mal so einsiedeln. Ja. Okay. So, also das ist hier der Zunderschwamm. Der riecht sehr gut. Riecht ja, hier riecht es gut. Also einige mögen das, ja. Und ich bevorzuge den über diese Kohle, die habe ich gerade angezündet. Denn die Kohle kommt meistens aus ärmeren Ländern und wird dann von Köhlern gemacht. Und da werden die Wälder sowieso also verbraucht. Und das haben wir hier. Das wächst bei uns an Buchen und an Birken. Mal sehen, ob wir das schnell genug hinkriegen, dieses Räuchern hier. Da kommt auf jeden Fall, wenn das gezündet hat, kommt da verschiedene Kräuter, unter anderem Beifuß. Da kommt der Beifuß und den will ich mal herumreichen. Ich kenne den nur von der Weihnachtsgans.
Von der Waterkant. Von der Weihnachtsgans, nicht von der Waterkant. Das gehört zur Weihnachtsgans, genau. In so einem Alter, gell? Nee, der gehört zur Weihnachtsgans, weil die Gans bei den alten indoeuropäischen Völkern, den Slawen, Balten, Germanen, Kelten, ein Symbol der fliegenden Seele war. Und das zur Wintersonnenwende war die Gans sozusagen ein totemisches Essen. Und diese Pflanze war immer heilig und wurde zum Weihen genommen. Also ich kenne das von den Indianern, nicht diese Art von Artemisia, aber eine ähnliche. Da werden die Kultplätze ausgelegt. So etwas Ähnliches kannten wir. Aber ich will es mal herumreichen und Sie sollten mal so ein bisschen nicht nur angucken, sondern hier so ein bisschen nehmen und zerreiben. Und dann mit vollem Bewusstsein, nicht Gedanken woanders, im Hier und Jetzt. Ah, wow. Oh Gott, was das passiert? Das Riechen, ja, hier. Svenja, Vorsicht. Ja, ich nehme es umsonst. Aber nicht in die Nase rein, ne? Also. Genau, das ist kein Schnee. Das was ist denn dann, Entschuldigung, Herr Schor, was ist denn da noch Grünes? Oh. Oh, warten Sie mal. Herr Stoll, seien Sie vorsichtig. Ja. Sauna. Nicht gehabt, nein, ich warte. Die Saunaaufguss. Caroline, gib mir ja nichts ab. Entschuldigung, kann man das essen auch? Nicht toll. Kann ich das essen? Nö, eigentlich nicht. Okay. Das will. Riecht doch nach Sauna, oder nicht? Ich weiß nicht, was du in deinen Aufguss tust. Wie aber Amphor. Doch, ich finde auch, es riecht wie ein Sauna. Das ist so ein gewöhnliches Unkraut, kann man sagen. Jetzt, wenn man das, ja, jetzt. Klar. Dann muss es zerbröseln. Und haben Sie gemerkt, wo das hingeht? Aber was passiert? Magen und Lunge, wo? Ich finde meinen Kopf. Genau, ja. Es öffnet den Kopf. Endlich. Und was passiert, wenn man das räuchert? Gleich sind wir alle nackt. Dann, wenn man das räuchert, das machen wir ja. Übrigens, gleich entleben wir Herrn Müntefering entfesselt. Soll ich Ihnen meinen? Zum Räuchern das? Wollen Sie das? Ja, ja, das nimmt man. Aber wirklich so? Ja, ja. Was man noch nimmt, das geht alles ethnobotanisch, historisch in die alte Steinzeit zurück, also in die Mammutsteppe. Da wuchs das nämlich als Pionierpflanze. Und ist überall, wo es wächst, ist es ein sakrales Kraut. Zirkumpolar. Und Sie haben es auch, wenn ich es richtig gelesen habe, Sie haben es auch an Ihrem Haus, also an der Alm, da haben Sie es über dem Eingang hängen, damit keine Dämonen reinkommen. Haben Sie gar nicht? Nö, damit die guten Geister ihren Weg finden. Oder so rum, man kann es auch positiv sehen. Ja, no. Schon ein Unterschied. Ja, no. Ja, das wollte ich auch noch zeigen. Das ist der Wacholder. Der heißt im Bayerischen Kranewitt. Und Kranewitt ist wieder der Seelenvogel und Witt heißt Holz. Also es hat mit Seele zu tun. Da haben die zum Beispiel die alten Skandinavier und die Germanen zum Beispiel haben ihre Toten auf Wacholderholz also verbrannt, bestattet, Feuerbestattung gemacht. Das kommt in dem Märchen Machandelbaum zum Ausdruck. Wo, wie heißt das Märchen? Der Machandelbaum. Das ist ein plattdeutsches Märchen, haben Grimms aufgenommen. Und da wird ein kleiner Junge kannibalisch gegessen von seinem. Das sind echt so hart, diese Märchen. Das ist ein Kind, aber nicht von Grimm. Das ist nicht von den Gebrüdern Grimm. Und, okay, es geht gut aus, wie alle Märchen. Naja. Und die Schwester Marlenchen, die sammelt alle seine Bähnchen und legt sie unter dem Holunderbusch. Und er rüttelt und schüttelt und Rauch kommt heraus. Und er fliegt als Vogel davon. Es ist wie ein Übergang in die andere Welt. Ja. Herr Stoll, also das kann man mal. Genau, aus dem Sauerland, wir trinken mal so einen Schnaps ja, als Wacholder. Das hat was mit zu tun. Ja, genau, das ist, jawohl. Herr Stoll. Ja. Jetzt haben Sie zwar angeräuchert, aber unsere Sendezeit ist um. Ich sag noch mal, das müssen wir noch. Wir müssen noch was verbrennen oder räuchern. Ja, aber die Sendung ist zu Ende, das ist das Problem. Also das ist Mariengras, das wächst auch überall, das kommt mit rein. Ich sag mal, man kann das ja auch alles wie über die gesundheitliche Wirkung. Jetzt geht es nämlich erst richtig los. Jetzt geht's los. Die gesundheitliche Wirkung kann man ja nachlesen in dem Buch Unsere grüne Kraft. Jetzt geht es aber jetzt zur Sache. Wir verlängern die Sendezeit aber heute. Nicht den. Wir wollen wissen, was hier passiert. Entschuldigung.
machen, nicht nachmachen. Machen wir uns strafbar, wenn wir das einatmen. Ich weiß es nicht. So, da kann ich mal. Herr Stoll, passen Sie bitte auf Ihren Bart auf. Oh ja. Ja. Das ist schon oft passiert. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Das glaube ich. So, ich gehe mal herum, das können Sie riechen. Das ist jetzt doch wie so ein Saunaaufguss. Ja, alle bösen Geister gehen weg. Ja, ja. Ich würde die Luft anhalten. Ja, ne? Genau. Manchmal hilft und, das. Es vertreibt ungute Geister. Und also, wenn der Sohn aus der Schule kam. Kennst du noch Nelken-Zigaretten früher, weißt du noch? Nee. Oh, ganz schlimm war das. Das roch aber ähnlich. Herr Stoll, Sie dürfen weiter das Publikum betäuben. Aha. Also ich möchte noch. Ich sag schon mal tschüss, das war's für heute. Wir machen ja noch ein bisschen weiter. Und berichten nächste Woche, was danach passiert ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende, meine Damen und Herren. Vergessen Sie nicht die Europawahl. Nächste Woche Kölner Treff. Tschüss zusammen.